willkommen zurück auf ein neues mit Wolfenstein 2, der neue Koloss. Ah, oh, Spiel abgestürzt. Spiel abgestürzt. Ja, ich habe eine Pause gemacht, ja. Ja, gut, Spiel ist abgestürzt. Starten wir das Spiel neu. Wunderbar. Ne? Ach, scheiß Kissen, ey. Ja, ja. Leck mich am Arsch. So. Haben wir uns noch ein paar Kalorien rein. Bevor die Arbeitswoche, die neue, beginnt. Die knallharte. Langer Weg zum State Building. Carolina, erleuchten Sie mir den Weg. So, da haben wir die Hunde. Was? Warte! Ich hatte doch den Vorteil. Ah, Mann. Das ist ja geil. Ja, gut, dann, das ist ja geil. Ich hatte doch den Vorteil freigeschalten. Ja, wurscht, dann machen wir das jetzt noch schnell. Leck mich am Arsch, ey. Ich hatte den Vorteil. Ja, gut. Langer Weg zum State Building. Verloren, ja. Carolina, erleuchten Sie mir den Dreck, Weg. Ey. Ah, Fresse, nee, ey. Langer Weg zum State Building. Carolina, erleuchten Sie mir den Weg? Langer Weg zum State Building. Carolina, erleuchten Sie mir den Weg? Ja, so macht man das mit den Vorteilen. Ganz schnell. Leck mich am Arsch, Mann. Ja, ich will mich gar nicht aufregen. Langer Weg zum State Building. Carolina, erleuchten Sie mir den Weg? Wie die Hunde da irgendwie so durch die Gegend fliegen, wie Würstle, ey. Ja. Wie so Müllsäcke, wie so puff. Ich? Puff. Alter, ey, voll ausgenockt. Bewusstlos genockt, ey, mit diesem Dieselgewehrgeschoss. Langer Weg zum State Building. Carolina. Bewusstlos geschlagen, ey. Erleuchten Sie mir den Weg? Piss dich, ey.
den Hund echt bewusstlos geschlagen mit dem Geschoss, ey. Der gibt keinen Mucks von sich, ne? Naja, ich sag halt immer. Langer Weg zum State Building. Carolina, erleuchten Sie mir den Weg? Wo bist du? Naja, das Geschoss kommt angeflogen, hat schon mal eine wuchtige Energie, bringt eine wuchtige Energie mit sich. Und dann ist es noch ein Energieträger. Zusätzlich, ne? So ein Hitzegeschoss. Langer Weg zum State Building. Ja, ich weiß nicht, ja. Carolina. Anscheinend nicht heiß genug. Anscheinend nicht heiß genug, oder? Oder die haben das einfach geschnitten, weil normalerweise sollte das Geschoss durch organisches Material durchsieben, ne? Ich gehe mal stark von aus, aber warum hättest du denn sonst so ein dummes Geschoss? Also es muss schon ein heißes Geschoss sein, ja. Aber das haben sie anscheinend auf die Reihe gekriegt. Deswegen hat die Waffe auch nicht so guten Wert, wie sie vielleicht eigentlich hätte. Ne, das Dieselkraftgewehr. Langer Weg zum State Building. Das geht durch organisches Material. Guter Schätzungsweise, ne? Weg. Dann haben wir noch den Laser. Der geht auch durch organisches Material, ne? Und du hast diese Hochgeschwindigkeitsgeschosse. Mit diesem Kugelgewehr geht auch durch organisches Material wie Butter, ne? Beziehungsweise durch gepanzertes. Und ich sage mal, das Dieselkraftgewehr ist, wie gesagt, heiß, wenn ein Soldat eine Rüstung hat. Also die Rüstung nimmt dann so viel Energie auf, dass sie quasi, also das haut einem die Rüstung weg. Oder der Soldat legt die Rüstung ab, weil es einfach viel zu heiß ist. Langer Weg zum State Building. Ganz klar. Carolina, das ist der Zweck der Waffe hier. Erleuchten normalerweise Sie muss Weg. Der Hund. Ja. Zack. Also normalerweise muss der Hund da einfach ein Loch da haben irgendwie und das war's. Aber ja, dass der Hund dann irgendwie sofort bewusstlos wird, keinen Mucks mehr von sich gibt, kommt schon realistisch rüber, ey. Verbindung von Albuquerque Morden? Zu nationaler Sicherheit. New York, 12. Dezember 48. Die mysteriösen Albuquerque Morde an 9 hiesigen Professoren im Oktober wurden von Staatsbehörden als das Werk eines vormals zum Militär zugehörigen psychotischen Studenten beschrieben. Eine Quelle mit Kontakten zur Untersuchung verriet dem US Enquirer allerdings, dass die ermordeten Forscher in einer geheimen Militäreinrichtung in Los Alamos an dem sogenannten Projekt Fliegenpilz arbeiteten. Wir haben die Polizeibehörde von Albuquerque um eine Stellungnahme gebeten. Dies wurde jedoch abgelehnt. Was das Projekt Fliegenpilz auch sein mag, wir glauben nicht, dass es etwas mit Straßenplanung in New York zu tun hat. Alright, so, the Americans were building an atom bomb, but then some guy came and murdered these engineers, and that's why the Americans couldn't launch, you know, a retaliation strike or launch the atom bomb. And then the Germans, Alter, oh scheiße, man, den Hund, oh Gott, Alter, guck dir das mal an. Alter, das sehe ich zum ersten Mal. Also den Hund hat's doch zerlegt, ey. Hund macht Spagat. Hundespagat. Schaust du aus? Okay, der Kopf ist weg. Nee. Ich hab. Da ist der Kopf. Naja, ich will mir nicht lange die Hunde anschauen. Was soll denn das? Was haben wir denn noch hier? Irgendwo haben wir Gold. Na, wir haben hier irgendwo Gold und ich sehe es nicht, weil es einfach hier so scheiße dunkel ist. Scheiße. Absolut scheiße. Irgendwo haben wir hier Gold. Okay.
jetzt hier irgendwas? Nein, kann hier nichts sein. Da war ich, ne? Ja, war ich hier? Ja, da habe ich dieses Schriftstück bekommen. So, hier. Einmal. Dann hier einmal. Hier geht's auch weiter. Zum Lesen, oder? Warte, wir gehen erstmal hier hin. Ich gehe wieder zurück. Ja, ist ziemlich verwirrt. Hier war was, oder? Nee, dann war Max ein Spielzeug von Max. Max heißt. Ja, Max, alles gut. Max heißt. Alles Mist. Ja, es ist alles Mist. Da, Gold. Ach Gott, oh Gott, was ist denn das? Schaut aus wie ein Schneemobil oder sowas, ich weiß es nicht. Oh, da haben wir, fehlt noch was. Hafenbezirk, habe ich schon wieder was vergessen, ey. Ach ja, das ist, dann kriege ich später. Ah, wieso lege ich es denn drauf an, hier irgendwie Scheiße zu sammeln, echt? Wieso kann ich mich nicht auf das Spiel gucken? Alter, du Hurensohn, ey. Schmammel nicht voll. Alter, was macht das? Ist nicht ausgepoltert. Hier kommen noch Krokodile vor. Hier weiter, ja. Warte mal, ist das wirklich? Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt gar nichts. Aber ja, tatsächlich geht's hier weiter. Alter, siehst du? Der hat sich in nichts aufgelöst, so heiß. Sind die Geschosse sogar heißer als erwartet? Na, das haut einem Soldaten die Rüstung weg. Also theoretisch müsste ich einem Supersoldaten damit einfach den Garaus machen können. Eine Karte, ja. Achtung. Starkkarte, ja. Na, wo bist du? Joe Montgomery.
scheiß Krokodil. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Scheiß Krokodil. Schnappi, das Krokodil. Schnie, schna, schnappi. Schnappi, schnappi, schnappi. Ich bin eine Biene. Sag mal, willst du mich verarschen? Wo ist denn das Spielzeug? Ja. Hat schon ein paar Geschosse gebraucht, aber die Waffe hat es schon in sich. Wow. Irgendwie muss man diesen alten Zug doch in Gang kriegen. Ich bin eine Blume. Alter Scheiße, ich hab den Arm abgeschlachtet. Schau das mal an. I smashed his hand. Look at this, man. This is how... Holy shit. So these super soldiers, we read the article right. And these super soldiers are created in a test tube. You know what I'm saying? They're created in a tank. In a test tank. That's how they're created. Man, look at this. I wonder, like, who genetically modified these guys. Das sieht mich nicht. Na, von hier bin ich gekommen. Ist hier irgendwo was? Nein. Hey, warte. Also von hier bin ich gekommen. So. Hier nicht. Muss hier doch irgendwas sein.
sehe etwas. Nein, wir sind noch eingebildet. Alter, die Lichteffekte sind teilweise echt scheiße. Das hätten sie updaten können, ja. So, da kommt noch einer, ja. Jawohl, ein Waffen-Upgrade. So, dann gehen wir das Sturmgewehr voll und ganz an. Ein Doppelmagazin. Jetzt sind wir total ausgerüstet. So, jetzt kann uns nichts mehr passieren. Die Handgranate. Elektromagnetisch wäre jetzt vielleicht noch von Vorteil für den anderen, um diesen anderen Vorteil freizuschalten. Ja. Ansonsten, das kann man nicht upgraden. Brennenden Diesel mit hoher Geschwindigkeit ab. Aha. Ich habe gedacht, der... Ja. Die Maschinenpistole, Nagelgewehr, integrierter Schalldämpfer. Hm, okay, gut. Eine Schalldämpfer feuert nahezu geräuschlos. Sehr gut, wenn du durch feindliche Gebiete schleichst. Das wäre vielleicht besser als die Pistole, ja. Die Kugeln werden vor dem Abschuss erhitzt. Sie fliegen langsamer, verursachen aber deutlich mehr Schaden. Deutlich, ja. Höherer Schaden, stärkerer Rückstoß, lauter. Eine schallgedämpfte Pistole feuert nahezu geräuschlos. Ja. Hm. Ich hätte gesagt. Superladung. Vergrößerter Tank. Aha. Entzünde den Diesel, sobald er den Lauf verlässt. Halte den Abzug, um die Waffe aufzuladen und 5 Blitzkanister hochschäden. Tankkapazität. Ich hätte gesagt, als nächstes die Handgranate oder die Maschinenpistole. Jedenfalls sind wir jetzt hier voll ausgebufft. The tide is turning. Das Blatt wendet sich. Oh, was haben wir hier? Granatas. Jawohl. Ich schalte den Generator ein. Okay, der Zug hat Saft. Suchen wir die Steuerung und schauen, ob er läuft. Na, wo ist er? Welcher Zug ist es jetzt? Dieser Zug. Ich hätte schwören können, da war irgendwo so ein dummes Spielzeug. Ehrlich, anscheinend habe ich es verblickt oder sowas. Wurscht. Scheiß drauf. Leck mich am Buggel. Wo sind's? Ah, du Hurensohn! Waffe hat schon in sich, ja. Zumindest in dem Teil. Alter. Gib mir meine Rüstung wieder, ey. Schicke Waffe. Ja, super, ey. Die Rüstung ist weg. Arsch. Shrimp. Pills? Was? Product of USA, pocket size. Super tasty. Shrimp Pills. Shrimp Pillen? Garnelenpillen? Was soll denn das, so ein Potenzmittel oder was? So wie Viagra? Ha? Höchstwahrscheinlich. Da hast du es. Okay.
Also den Zug hat es nach vorne gehauen. Meine Probleme, ne? Das sind Probleme, die ich nicht habe. Oh Gott. Fallout lässt grüßen. Gut, hier ist nichts. Ich glaube, die sind verhungert. Oder sie sind an einer radioaktiven Vergiftung gestorben, ja. Das kontaminiertes Essen zu sich genommen und dann jämmerlich und qualvoll gestorben. Radioaktiven Vergiftung. Novichok, ja. Die wurden genovichokt. Novichokers. Ja gut, ey, hau mal ab hier. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Scheiß da. Novichokers. Ja, hallo? Spiel schon wieder hängen geblieben. Ja, Ultra. Aha. Was ist... Ich hab Spielzeug vergessen. Ja, und? So eine dumme Scheiße, ey. Das Spiel bleibt schon wieder hängen. Tja, dann musst du es wohl neu starten. Ja, ganz recht. Dein Speicherfortschritt ist verloren gegangen. Tja, Pech gehabt. Oh, halt's Maul, ey. Okay, der Zug hat Saft. Suchen wir die Steuerung und schauen, ob er läuft. Gescheit erwischt. Shit, den habe ich gescheit erwischt. Jawohl. Wunderbar. Den auch. Noch wie Jokers. Voll schlecht. Wo muss ich denn jetzt lang? Da lang, okay. Scheiß auf diese Spielzeugkacke. Irgendwo war ein Spielzeug von diesem Max Haas. Hafenbezirk war eins. U-Bahn-Bezirk. Ja, theoretisch kann ich, glaube ich,
hier nochmal hin und es holen, aber scheiß drauf, Mann. Ich bin ja auf die Scheiße. Ehrlich. Oder was hier? Ich verstehe das nicht. Normalerweise ist hier das Spielzeug irgendwo gewesen. So ein Roboter. Da bist du blöd, ne? Ehrlich, ey, da bist du blöd. Da bist du einfach nur blöd. Ist echt so, Mann. Diese dumme Kacke da suchen in diesen dunklen Ecken und alles ist nur noch dunkel. Ignoriere den Schmerz. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist. Hey, Cap. Sie sollten wissen... Oh, wow. Diese Sterne. Anya, sehen Sie das? So hell, so wissend. Scheiße. Sie werden kleiner und sie werden größer. William, halt, Wyatt halt. Ist verschwunden. Irgendwohin. Ich übernehme jetzt. Auf der Fifth Avenue sollte das State Building ganz in der Nähe sein. Joe Lorison. Irgendwas war hier noch. Ich glaube, da drinnen. Ja, es kann sein, dass ich diese Karte, dass ich das Spielzeug bzw. dieses Sammelobjekt nicht mehr finde, nicht mehr bekomme. Nee, da ist nichts. Alles klar. Gut. Es lenkt so ab, ey. Das nervt mich einfach nur, ey. Wirklich. Du hast halt sehr schwer die Möglichkeit, irgendwie halt zurück zu wandern. Klar, jetzt geht's los. Doppelmagazin, doppelter Schaden. Jetzt geht's los, mein Freund. Hier kämpfen wir auch gegen eine Zitadelle. Wo ist denn das? Eine Karte. Unsere erste Zitadelle, jawohl. Eine Starkkarte. Dummy Jordans. Dummy Jordans. Waffe. Da ist die Drohne draußen rumschwirren. Da unten war nichts. Da kann ich, komme ich von hier nicht hin. Alle, ich schwör's dir. Diese Katastrophe, ey. Das Lighting des Spiels ist eine Katastrophe, teils echt. Da haben wir Gold. Oh, guck dir das mal an. Was ist denn das? Ach, das erinnert mich an die Ninja Turtles. Das NES-Spiel, das erste. Da waren auch solche komischen Zeppelin-Träger, die irgendwo diese Bomben abgeworfen haben, ne? Erinnert mich an die Ninja Turtles, ja. Voll irre. Krang, ja. Voll irre. Dimension X. Da ist er. Nee. Wo ist er? Thank you.
Scheiße. Ja, super, so lang. Komm her, du scheiß Ding. Erwischt. Oh Gott. Dumme Maschine, ey. Und tschüss. Fuck. Ach, das war mit Doppelmagazin gemeint. Ich habe doppelte Kapazität. Doppelte Schusskapazität. Ah! Himmel. Ja, das kann nicht sein. So, und tschüss. Ah, Concept Art. Erstens brauche ich das. Wo bin ich denn hier? Okay. Oh ja. Also, hier die Wand kann ich normalerweise einrennen. Aber ich habe nicht das nötige. Ich habe nicht die nötige Ausrüstung dafür. Gut, darunter kann ich da. Oh, was brummt denn hier mehr? So, das schön rein. Was gibt's? Was brummst du wieder rum? Der Brummer. Ja, okay, alles klar. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Zack, zack. Halt! Rüstung. Entschuldigung.
Ah, hab sie. Gut. Dann traversen wir einfach weiter nach oben. So etwa. Da drüben ist der Kommandant, der müsste einen Enigma-Code haben. Ich muss hier aus dem Fenster raus irgendwie. Marys Postkarte interessiert mich nicht. Wirklich nicht. Mama, du hast mir Postkarten gezeigt. Von deiner Familie in New York City. Wir wollten hin. Nur wir beide. Ja. Hier. Ich soll hier runterjumpen? Tatsächlich? Ja, gut. Wir treffen hier unsere erste Zitadelle. Und ich glaube auch die einzige. Ne, die zweite. Warte. Ja, auf jeden Fall die erste. So viel steht fest. Die erste Zitadelle dieses Spiels. Autsch. Na, Großer. Da ist er. Willst du sehen, was der alte Mann drauf hat? Steh auf, Blazkowicz. Die erste Zitadelle, ne? Zack, Alter. Als würden mir die Eingeweide rausfallen. Als würde mir die wie ein Zombie. Als würde die Kacke nicht raus wollen. Matthew Winner. Da ist die Drohne ja abgeschossen. Matthew is a winner. War gerade irgendwas? Ich würde gern wissen, was es ist. Ah, die Waffe. Okay. Hier haben wir auch eine Schallplatte. Gold. Der Hund. Schau es dir an, ey. Der. Alter. Böse schaut der aus, ne? Pur böse, ey. Gnadenloser Hund. Dieser Hund kennt keine Gnade. Lesebrief: Wach auf, Amerika. Es wird Zeit, dass Amerika aus seinem naiven Schlummer aufwacht. Wir kämpfen gegen unsere eigene Natur und verlieren dabei. Die Vereinigten Staaten von Amerika wurden erbaut von weißen Amerikanern, den Söhnen und Töchtern von Germaniern. Menschen, gegen die wir jetzt kämpfen. Dabei waren sie es, die hart gearbeitet haben, um dieses Land an die Weltspitze zu bringen. Das hat uns in der Vergangenheit so erfolgreich gemacht. Wir sollten das feiern, was uns großartig macht, und es annehmen. Jetzt verlieren wir den Krieg und verlieren dabei uns selbst. Ich bitte unsere Nation darum, Frieden mit Herrn Hitler zu schließen, der doch nur dafür kämpft, die Würde seines Volkes wiederherzustellen und stattdessen im Sinne des amerikanischen Volkes zu kämpfen. Ja, also das,
nur Deutsche nach Amerika gewandert sind und Amerika irgendwie so dem Intellekt verliehen haben, ist einfach Quatsch. Ja, es waren alle Europäer, Länder, also Leute aus allen Ecken der Welt, Russland, Norwegen, Schweden, ja, viele amerikanische Namen kommen aus Schweden, ja. Also da brauchen wir uns nichts vormachen, es ist tatsächlich so, viele dieser berühmten amerikanischen Namen, die weiße Amerikaner tragen, die kommen aus Schweden. Aus Schweden und Dänemark und Norwegen, aus dem Eck und nicht aus Deutschland, ja. Und also das ist einfach hier so weiße Propaganda, die einfach nur Müll ist. Es ist so vermüllte weiße Propaganda, die man wieder an den Amerikaner wieder verticken will. Ja, wo quasi der Amerikaner über den Tisch gezogen werden kann. Der Amerikaner ist nicht irgendwie ein Mensch, dem man ins Hirn scheißen kann, ja, wie man Bock hat und meint irgendwie dann, dass er dann, also, weißt du, was ich meine? Und dem man dann irgendwie Kommandos geben kann, ey. Also im Gegenteil, ja. Amerika ist eine Weltmacht aus verschiedenen Gründen, ja. Aus den verschiedensten Gründen ist Amerika eine Weltmacht und das bleibt sie auch, ja. Und dafür wird auch gesorgt, dass Amerika eine Weltmacht bleibt, ja. Und ich zum Beispiel für einen, ich lasse mir an ins Hirn scheißen. Verstehst du, was ich meine? Weiße Propaganda, die man an andere Nationen, die man andere weiße Leute an andere, aus anderen Nationen geben, ist einfach Blödsinn. Der Amerikaner kommt auch nicht her nach Deutschland und scheißt dem Deutschen ins Hirn. Also das macht er auch nicht. Na? Das, du kannst mir erzählen, was du willst, das ist so. Ja, da kommen Produkte, da geht es um Export und Import, ey, und nicht hier irgendwie um irgendeinen Zeitungsartikel und irgendeinen so Schwachkopf, der irgendwie jetzt einem ins Hirn scheißen will. Na? Da reden wir von Industrie, ey, das ist schon mal eine ganz andere Spielliga und schon mal eine ganz andere Geschichte, ey, als hier von Propaganda. Verstehst du, was ich meine? Also sowas geht mir einfach total gegen den Strich, wenn nach jahrelang immer wieder dieselbe Scheiße, da kommt so ein Spast und will irgendjemand ins Hirn scheißen, ey. Verstehst du, was ich meine? Das ist echt ohne Scheiß. Sowas geht mir voll gegen den Strich. Und wer ist der Weltmeister in Propaganda? Es sind die Russen, ey. Ja, da brauchen wir uns nichts vormachen. Es ist tatsächlich so. Das sind die Weltmeister, die scheißen jeden ins Hirn. Ja, und es ist wirklich so. Dieser Staat, der versucht, der ganzen Welt ins Hirn zu scheißen, ey. Machen wir uns nichts vor, es ist so. Na? Die scheißen den Leuten ins Hirn, ey, und lachen sich dann den Arsch ab, ey, was dann in dem Land dann geschieht. Na, machen wir uns nichts vor, es ist echt so, ey. Und dann irgendwie, dass die Leute sich noch gegenseitig ins Hirn scheißen wollen, wo sie vorher noch ins Hirn geschissen bekommen haben, ey. Es ist einfach ein Szenario, ey. Kann ich nicht verstehen, ey. So, wer, aus welchem Arsch, was muss man da für eine Mutter haben, ey? Und aus was in einem Elternhaus muss man da kommen, ey, wenn man sich von allen Leuten ins Hirn scheißen lässt, ey? Von allen Nationen, sag ich mal so. Von allen Nationen, ey. Aus was für... Echt wahr, ey. Wo kommt man da her, ey? Ist man da überhaupt noch ein Mensch? Frage ich mich, ey. Naja. Gebt ihr das Römische Reich? Ne, das Römische Imperium? Mit seinem Latein, ne, die ehemalige Weltsprache, bis zum heutigen Tag verwendet man das noch und ehrt man das noch. Die Weltsprache, ja, sogar hier in Deutschland, ey, unterrichtet man Latein. Ne. Erstens aus dem Glauben, weil Jesus auch Latein gesprochen hat. Ne. Die Römer waren ja bis Israel vorgedrungen, ey, und hatten ihr Latein sogar den Juden aufgedrängt. Ne. Und ihre römischen Zahlen. Und unter dem anderen Aspekt, dass eben das die alte Weltsprache war. Ne? Jetzt teilt man das auf zwischen Altlatein und Neulatein. Was ist Neulatein? Ja, die Römer kommen nach Deutschland, dringen bis nach Germanien vor, führen Krieg gegen die Germanen, ja, und gewinnen und versklaven die Germanen, ne, und sagen, dass sie Lateinisch sprechen sollen.
da hast du es. Neulatein. Das ist das Neulatein. Das ist das Latein, was unsere Vorfahren, beziehungsweise unsere deutschen Vorfahren, Dankeschön, ja, unsere deutschen Vorfahren gesprochen haben. Das Neulatein. Das ehrt man halt, ja, gut. Ne, das unterrichtet man auch. Das Sprache unserer Vorfahren. Ich meine, so gesehen ist es korrekt. Ja, so gesehen ist es korrekt. Und es ist die Weltsprache. Damit rühmt man sich noch. Damit rühmt man sich noch. Aber damit rühmt man sich noch, ja. Aber die Frage, ich kann jetzt nur die Frage dann in den Raum also stellen, wer hat wen ins Hirn geschissen, ey. Na? Die Frage sollte man sich dann stellen, ey, nach dem Ganzen. Die Frage sollte man sich stellen. Und die Frage sollte man sich auch beantworten müssen. Wer hat wen ins Hirn geschissen? Wer hat hier wen ins Hirn geschissen? Na? So. Wach auf Amerika. Ja, ganz recht. Es gibt mir so Gegenstrich, wenn irgendein Weißer einem anderen Weißen ins Hirn scheißen will. Na? Ich meine, anderes Beispiel, ne? Stell dir mal vor, ja, du bist jetzt weiß. Ich meine, gut, du bist jetzt weiß. Und du siehst, wie ein Schwarzer einen anderen Schwarzen ins Hirn scheißt. Ich meine, wie schaut denn das aus? Ne, wie schaut denn das aus? Und du denkst, ja, so, ja, das sind Untermenschen. Das können ja nur Untermenschen sein, wenn sie sich gegenseitig ins Hirn scheißen. Verstehst du, was ich meine? Das ist eines Untermenschen würdig. Ne? Der versucht, anderen Leuten ins Hirn zu scheißen. Der verbreitet so einen Dreck. Der verbreitet so einen Müll. Sowas machen Untermenschen. Tatsächlich. Tatsächlich. Na, das geht mir so gegen Strich. Jedes gottverdammte Mal. Wer ist der Weltmeister im Propaganda, ey? Wirklich. Wer kann's einfach nicht lassen, den Leuten ins Hirn zu scheißen, ey? Ich sag's dir, ey. Ich sag's dir. So. Ja, wach auf Deutschland, ey. So, wir haben die Zitadelle besiegt. Eine Concept Art haben wir noch erfasst. Dann ist hier irgendwo noch eine Schallplatte. Die war in der Kiste. Das weiß ich noch. Warte. Dann ist sie da vorne. Scheißt jetzt mal ins Hirn. Der Vater, der seine Kinder ins Hirn scheißt, weißt du? Oder die Kinder. Ich meine, gut, ein Kind versucht dir ins Hirn zu scheißen, ey. Das machen Kinder, ey. Warum? Weil Kinder unterentwickelt sind. Also, beziehungsweise Kinder noch in der Entwicklung sind, ey. Deswegen machen die das. Aber das beweist sich halt nur, ey, dass, wenn man sowas macht, na, dann zeigt man, da ist man unterentwickelt. Ja? Und es ist einfach mal das Tron- oder das Markenzeichen eines Untermenschen, ey, dass er eben unterentwickelt ist. In vielen gewissen Hinsichten, ey. Ich meine, gut. Ich meine, jemand, der nicht kochen und putzen kann. Ne? Oder jemand, der schwach ist. Verstehst du, was ich meine? Jemand, der schwach ist. Jemand, der dumm ist. Der nicht sprechen kann. Oder der nicht schreiben kann. Oder der nicht lesen kann. Oder, ja, gut, der nicht. Ja, wie soll ich denn sagen? Jemand, der sich einen Arsch nicht abwischen kann, jawohl. Oder jemand, der sich nicht die Hände waschen kann, das ist ein gutes Beispiel, ey. Oh ja, ein tolles Beispiel. Jemand, der den Umgang mit Seife einfach nicht beherrscht, ey. Und auch nie beherrscht hat. Und auch nie gelernt hat. Und dessen Eltern auch nicht. Also, ey, ohne Scheiß, ohne Scheiß. Wo ich mir einen Arsch abgelacht habe, wo die Pandemie ausgebrochen ist, ey, und der bayerische Ministerpräsident sagt, Deutschland hat das Händedesinfizieren entdeckt. Da habe ich mir so am Kopf gegangen, gesagt, Alter. Ne, wer hat euch ins Hirn geschissen, ey? Verstehst du, was ich meine? Alter. Ne, wo unsere Vorfahren, ne, unsere deutschen Vorfahren, wohlgemerkt, unsere deutschen Vorfahren im Krieg waren und den Umgang mit Seife lernen mussten, ey. Ne? Chlorgas. Und da haben sie sich halt irgendwie versucht,
das Chlor aus der Haut rauszuschrubben mit Seife, bis haben sie sich die Haut abgeschrubbt. Ne, mit Seife. Oder halt eben, ja, Hygiene, ne, was das für einen Rang hat. Oder als ich bei der Bundeswehr war, Entschuldigung, ja, als ich bei der Bundeswehr war und wir im Unterricht waren und alles und Hygiene, oh mein Gott, ich erzähl dir mal eine Geschichte jetzt halt, ey. Da waren wir schießen, ey. Wir waren schießen in Bergen, Grundausbildung, ich 17 Jahre alt, ne, November war's. Das war so um den Dreh November, ne, arschkalt. Wahnsinnig feuchte Luft da oben, ey, in Bergen und arschkalt. Da waren wir in Kasernen untergebracht. Ja, von unseren deutschen Vorfahren wohlgemerkt, ne? Und ich hab das schon gemerkt, ey, ich so, das hat hier irgendwie. Das hat hier schon so eine komische. Also, es hat schon was Komisches mit sich gebracht. Und ich hab mir gedacht, ich war ehrfürchtig, ne? Ich war ehrfürchtig vor dem Ganzen. Ich so, oh Mann, ich muss hier aufpassen, ne? Dass ich nichts kaputt mache. Ich muss aufpassen, dass ich irgendwie alles sauber hinterlasse. Ja. Einfacher gesagt als getan, wenn du da schießen gehst und es regnet und es ist ewig matschig und ewig nass und du in deiner ganzen deiner Ausrüstung halt komplett dreckig bist und du bist den ganzen Tag da unterwegs am Schießen, dann kommst du irgendwann um 11 Uhr abends, kommst du dann wieder an der Kaserne an, ja. Und denkst du, ja, jetzt kann ich endlich schlafen gehen, ne. Ja, scheiße war's. Da hat die Kaserne, beziehungsweise das Gebäude ausgeschaut wie Sau, ein Geschrei gekommen, alle angetreten. Und mir gerade ausgezogen und scheißegal, raus hieß es. Und dann stehen echt 12 Mann, stehen mit Unterhose und barfüßig draußen, ne? In Reihe und Glied. Und dann müssen wir uns eine Rede über Disziplin anhören, ey. Das ging bestimmt 45 Minuten lang. Standen wir draußen, mitten im November, nachts um, ich sag mal so um Viertel nach elf. Wenn ich mich nicht recht entsinne, ne, standen wir da draußen nackig rum. Da haben welche das Heulen angefangen, ey. Da haben echt tatsächlich. Und ich war der Jüngste in dem ganzen Scheißladen. Der Jüngste, ne? Und dann musste ich mir quasi eine Rede vom Unteroffizier anhören über Disziplin. Von zwei Unteroffizieren. Was das soll, dass, ne, dieses Gebäude, was unsere deutschen Vorsoldaten gebaut haben, in was für einem Zustand wir das hinterlassen. Als junge Nachfolger. Ne? Und dann, ja, sauber machen und dies und das. Ich habe mir nur gedacht, so, ja, das ist wieder so eine Lektion. Ne? Das ist wieder so eine Sache, ey, dass wir weich sind. Ne? Wir sind zu verweichlicht. Wir müssen irgendwie lernen, wir müssen irgendwie härter werden. Wir müssen irgendwie abgehärteter sein. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, das ist wieder so eine Prüfung, ey. Und bestehst du diese Prüfung, ey. Und da stand ich draußen eben halt stramm und hab mir diese Rede angehört über Disziplin. Da haben andere schon keult, da haben andere schon, sind schon andere wahnsinnig geworden, haben das Lachen angefangen. Ich hab mir das alles angehört, was er gesagt hat. Und ich meine, ich kam aus dem Familienhaus, ja, mein Vater war auch so unterwegs oder ist so unterwegs gewesen. Ja, und der war auch, also ging es auch um Hygiene. Und da ging es auch um Seife, ne, den Umgang mit Seife und wie man Seife benutzt. Sowas muss ein Soldat einfach können und drauf haben, ey. Und dann, wie gesagt, kommen. Weißt du, was ich meine? Dann kommen solche Sätze vom Minister. Deutschland hat das Händedesinfizieren entdeckt. Ne, als die Pandemie hier ausbrach. Und da habe ich mir an den Kopf gelangt und gesagt: Wer hat euch ins Hirn geschissen, ey? Na, wer hat euch ins Hirn geschissen, ey? Gibt es Leute, die können sich. Die wissen nicht, wie man sich die Hände wäscht. Als Beispiel, ne? Und Kinder sind eben so, Kinder wissen das, können das nicht wissen, ne, wenn es ihnen keiner sagt. Kinder machen das auch nicht gern. Weißt du was? Viele Frauen machen es auch nicht gern, die waschen sich auch nicht gern die Hände mit Seife, ey. Ja, das muss ich einfach mal ehrlich sagen. Aber wisst ihr was? Welche Frau kann heutzutage noch kochen und putzen? Ja. Also die meisten Kollegen, die ich kenne, ich bin gerade in der Reinigungsbranche tätig, die meisten Leute, die ich kenne, mit denen ich arbeite, teilweise, die kommen gar nicht aus Deutschland. Ja, die kommen gar nicht aus Deutschland. Und die meisten können gerade mal für 2 Stunden putzen oder sowas und das war's. Ja, das muss ich mal ehrlich sagen. Aber jedenfalls, ja, Hygiene, ne? Wer versteht da was von hier, ey, wirklich? Also, wer will davon was verstehen, ja?
Wie gesagt, Kinder sind in der Entwicklung, Kinder sind in dem Ermessen noch unterentwickelt, ja. Ich meine, das ist so. Aber wenn man erwachsen ist, ey, man hat immer noch diesen Stand von einem Kind. Also, da hat einer einen ins Hirn geschissen. Das kann nicht anders sein. Da ist einem ins Hirn geschissen worden. Ah, und wie? Und wie? Und wenn es der Papa war, oder wenn es die Mama war, oder wenn es der Opa war, oder wenn es der Onkel war, oder wenn es der Staat war, dankeschön. Verstehst du, was ich meine? Oder wenn es ein anderer Staat war. Irgendeiner hat dir da ins Hirn geschissen, ey. Ja. Unsere deutschen Vorfahren, ja. Was die alles hinter sich hatten. Und was die alles machen mussten, ey. Ich meine, ja. Sie haben Flüsse durch Deutschland gegraben. Das haben sie gemacht, ja. Sie haben das römische Imperium mit aufgebaut. Unsere deutschen Vorfahren. Die haben das alles gemacht. Ja, sie haben große Werke vollbracht. Ja, sie haben dieses Land verteidigt bis auf ihren letzten Tropfen Blut. Sie mussten. Sie hatten ja gar keine andere Wahl. Ja, sie haben Hygiene lernen müssen. Es gab Zeiten, in denen ein König halt einfach seinem Volk die Hygiene nahebringen musste. Und da war das halt Pflicht. Da kamen Gesetze, ey. Reinheitsgesetze, lauser Zeug. Und dann 100 Jahre später, ey, scheißen sie die ganze Straße voll. Unglaublich, ich weiß. Und immer wieder dasselbe. Man muss halt irgendwie immer an die Glorie, an die glorreichen Zeiten, ey, seiner Vorfahren erinnert werden. Und ich weiß nicht, man muss halt irgendwie geprüft werden. Beziehungsweise man muss halt schauen, ob man dem Exempel gleichkommen kann, ey. Ja, man muss die Möglichkeit. Es muss einfach die Möglichkeit geschaffen werden, ey, dass man dem Exempel seiner großartigen Ahnen gleichkommen kann, ey. Und ich für meines einen, ey, mir ist alles scheißegal, ja. Das ist einfach eins. Das ist meine deutsche Seite, ja. Die einfach ihre Vorfahren ehren will. Ja, das ist in diesem alten Brauch so. Das sind die Ahnen, die einen beschützen. Ja, das sind die Ahnen, die einen den Weg ins Jenseits. Das sind die Ahnen, die für einen ein gutes Wort einlegen im Jenseits. Ja, wie gesagt, das sind die Ahnen, die ein gutes Wort über einen verbreiten oder auch ein schlechtes. Ne? Und ich für meines einen, ich zoll da Respekt und ich zoll da Gebühr meinen Ahnen gegenüber, ey, die ohne A, ohne denen ich A nicht hier wäre und B, den ich zoll meinen Ahnen Respekt, ja. Ich zoll meinen Ahnen Respekt, indem ich einfach diesem Exempel gleichkommen will. Ja, die Bereitschaft zeige ich und den Willen zeige ich auch, wenn ich da rausgehe, ey. Vielleicht nicht in meiner Wohnung, aber sobald ich da rausgehe und arbeiten gehe, zeige ich diesen Willen und diese Bereitschaft, ja. Meine Ahnen zu ehren. Andere Leute, ey, da fragst du dich, wo kommen die eigentlich her? Echt, wirklich, wo kommen die verdammt nochmal her, ey? Aus welchem Reich? Dankeschön, ja, aus welchem Reich kommen die, ey? Bestimmt nicht aus meinem. Bestimmt nicht aus meinem. Ehrlich, Mann. Da versuchst du mit denen zu reden, ey. Denkst du, mit denen kann ich ja gar nicht einmal reden. Ey. So, wo kommen die her? Was haben die gelernt? Wir leben nicht auf demselben Planeten, echt. Wirklich. Wir leben nicht auf demselben Planeten, ey. Wo die Oma da ins Hirn. Echt, ich schwör's dir. Ich möchte jetzt gar nicht mehr drüber reden. Ja. Die Tatsache ist und, also. Die Tatsache ist, ey, es gibt Leute da draußen, die tun nichts anders, ey, als die wollen und tun nichts anders, als anderen Leuten ins Hirn zu scheißen, ey. Ja, und ich für meines ein, ich lass mir nicht ins Hirn scheißen, ey. Ja, und wenn da irgendwie einer Amerika ins Hirn scheißen will, wieder mal, ey. Ich sag's dir. Ne, ich lass mir nicht ins Hirn scheißen. Verstehst du, was ich meine? Mach ich nicht, lasse ich nicht zu. Da gibt's riesengroßen Ärger. Mehr will ich gar nicht sagen dazu. Ich mach da riesengroßen Ärger. Ich mach dem Ganzen. Ich schlag dem Ganzen den Deckel zu. So. Ja, ich schlag dem Ganzen den Deckel zu.
Rezept aus einem Kochbuch. Sauerkraut Burger. Ein Fleischbratling aus Hackfleischbraten oder Grillen. Ja, so ein Hamburger, weißt du, was ich meine. Den Fleischbratling auf die untere Hälfte eines Vollkornbrötchens legen. Das Hack. Oh mein Gott, komm mir nicht mit dem Scheiß, mit dem. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß, ey. Ich gehe in den Laden, ey, und da werde ich nicht einmal richtig bedient, wenn ich einen Burger bestellen will. Oder ein Menü, weißt du? Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Weißt du, da sagst du so extra, extra Patty. Ja, oder extra Cheese. Steht extra auf dem Bildschirm drauf und der Typ kann kein Englisch, ne? Weißt du, was ich meine? Der kann kein Englisch und dann kriege ich meinen Burger und dann fehlt zum Beispiel das extra Fleisch, weil da stand auf dem Computer steht extra Patty, ne? In Englisch. Oder extra Cheese. Extra Bacon. Extra Bacon. Extra Bacon. Das verblicken manche teilweise echt so bösartig, weil sie kein Englisch können. Ja, können kein Englisch. Und ich meine, Entschuldigung, wenn Latein damals die Weltsprache war und heute nicht mehr ist, dann muss ja eine andere Sprache die Weltsprache sein. Welche Sprache ist das, bitteschön? 10 Minuten nachgedacht. Es ist Englisch. Auch wenn es manche Leute nicht gern haben, es ist Englisch. Und selbst wenn Englisch die Weltsprache nicht mehr sein würde, dann wird es trotzdem Leute geben, die Englisch unterrichten. Warum? Ich hab's vorhin am Anfang noch erläutert, ey. Verstehst du, was ich mein? Verstehst du, was ich mein? Alter, ich schwör's dir, Mann. Eine herzhafte Menge Sauerkraut oben drauf legen. Das Sauerkraut mit dicken Speckstreifen garnieren. Die obere Hälfte des Brötchens auf den Speck legen und es leicht zusammendrücken. Den Burger. Den Burger. Den Burger. Steht extra leise, ne? Den Burger mit eingelegten Gurken, Salzkartoffeln und einem kräftigen Bier servieren. An den Seitenrand hat jemand Folgendes gekritzelt. Lecker, das muss ich ausprobieren. Jawohl. Da ist die Schallplatte. Einmal anhören, bitte. Yeah, Baby, das ist unser Song. Früh an einem lila Morgen erwachst du aus deinem Traum. Sonnenstrahlen im Gesicht, das Stillschweigen macht frei. Die helle grüne Wiese ist allgegenwärtig. Das Tier mit dem roten Auge ist bald bei uns. Liebe fließt um uns herum und sieht alles. Die roten Augen der wundersamen Bestien retten uns doch einmal. Wir sind überall, weiß in schwarz. Das stillliebende Auge blickt und ist rot wie dein Arsch. Wir sind überall, fliegen in deinen Träumen. Das sehende Auge des stählernen Wächters beobachtet jede Bewegung. Ich wache auf und gehe durch Felder in die Sonne, Sonne, in nur die Sonne.
Mysteriöse Kreaturen verstecken sich überall, reflektieren Licht ihrer glänzenden Haut. Und ihre roten Augen durchbohren meine Seele und umgeben mich wie eine endlose Wiese voll hochroter Blumen. Und ich gehe, sodass tausend Augen mich sehen können und jede meiner Bewegungen erfassen. Liebe fließt um uns herum und sieht alles. Die roten Augen der wundersamen Bestien retten uns doch einmal. Wir sind überall, weiß in schwarz. Das stillliebende Auge blickt und ist rot wie mein Herz. Wir sind überall, fliegen in deinen Träumen. Das sehende Auge des stählernen Wächters beobachtet jede Bewegung. Oh yeah, das ist unser Song, Alter, ey. Das ist unser Song. Okay, so, wir sind vor dem Empire State. Oh, scheiße. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier noch irgendwo Gold... Ja, da ist noch ein Upgrade, jawohl, ganz genau. Das ist noch ein Waffen-Upgrade, wir müssen jetzt uns entscheiden. Ja, ich frage mich, wer den gebaut hat, ne? Wir müssen uns jetzt dann langsam entscheiden, welches Upgrade, für welches Upgrade wir uns entscheiden. Gut, wenn ich ins Vorteil freischalten will, diesen letzten Vorteil, beziehungsweise durch elektrischen Schaden lahmlegen und anschließend zerstören. Senkt den durch Laserwaffen erlittenen Schaden. Ja, gut, dann sollten wir das machen. Ich denke mal, wir sollten diesen Laserschaden mindern, so gut es geht. Aber wisst ihr was? Wir warten einfach damit. Ja, wir warten mit dem Upgrade. Bis sich halt einfach die nächste Option freilegen tut. So. Da oben sind sie. Nimm das, du Hund. Scheiße. Sind überall. Ey, stimmt, da kommt ein Roboter. Du hast recht. Aber scheiß drauf. Auf den will ich es jetzt anlegen. Ja, wobei. Alter, da war doch noch irgendwas da unten. Lass mal das liegen. Oh, scheiße, falscher Knopf. Falscher Knopf. Y was. Falscher Knopf. Da war noch irgendwas, ja. Schatz war da. Gold. Irgendwo.
das ein Hund? Ja, ja. Ha! Da ist es. Schau es mal an, ey. Da versteckt, ey. Ich mir vorstellen, was ich da gesucht habe, wie ein Blöder, ey. Wie ein Blöder, ne? Ja, wir latschen da lang. Haha, den Hund habe ich zerlegt. Nee, ja. Den Hund habe ich zerlegt, ja. Mieser Köder, ey. Ja, ja. Ich bin kein Sozialist. Ja. Ist schon mal eins, ey. Meine Botschaft ist bestimmt nicht sozialistischer Natur, ey. Ich verachte Sozialisten. Ja. Es ist, geht gegen meinen Strich. Ich bin, wie soll ich sagen, ich bin eher kapitalistisch geprägt. Ja. Das bis jeder hat was. Jeder hat irgendwie ein Besitztum. Und jeder hat das Recht, sein Besitztum behalten zu dürfen. Beziehungsweise sein Besitztum verteidigen zu dürfen, ja, hat jeder das Recht dazu. Sozialismus, Alter, wie gesagt, Alter, da kommt jemand, ey, und der nimmt dir das. Sozialismus, beziehungsweise ist einfach, du gibst dir selber das Recht, das Besitz des Einzelnen an dich nehmen zu dürfen, ey, weißt du? Und ich finde, da Russland ist das beste Beispiel, ey, na, ich kenne kaum jemanden, der irgendwie Urlaub in Russland macht, beziehungsweise ich kenne kaum jemanden, also ich höre nur, du hörst nur schlechte Geschichten, ey. Wenn du da durch die Gegend, die Leute wollen dich auseinandernehmen, ne? Die Leute wollen das nehmen, was dir gehört. Fertig. Und die Leute sehen es als ihr Recht an, weil sie eben sozialistisch geprägt sind. Da geht keiner, weißt du, was ich meine? Da hast ein Dorf zum Beispiel, ey, und da kommt irgend so ein reicher Typ und die nehmen den reichen Typen auseinander und teilen das unter sich auf und fertig. Ne? Damit hat sich's erledigt. Weißt du, was ich meine? Und wenn es ein Land ist, ein anderes Land, ein Nachbarstaat oder irgendwas, dann wird der auseinandergenommen, ey. Verstehst du, was ich meine? Ja, pff. Das Sozialismus, ey, in seiner extremsten Form, ey. Weißt du, was ich... Oder in seiner... Das ist Sozialismus, wenn man den ausleben lässt. Ne, genauso wie Kapitalismus. Ne, da ist einer, der hat wahnsinnig viel Geld und der kann sich alles leisten. Und ich meine, gut, du verkaufst irgendwas an dem und dann gehört das dem. Ne, du hast da zwar dein Geld und alles, und irgendwann kann es sein, dass dein Geld nichts mehr wert ist. Es kann aber auch sein, dass du irgendwie dein Geld ausgibst und kein Geld mehr hast. Ne, wenn du nicht sinnvoll mit deinem Geld umgehen kannst, ey, dann ist dein Geld weg. Das ist ganz klar. Oder der Staat kommt und nimmt dir dein Geld. Das kann auch sein. Ne? Ja, meine soziale Ader schlägt mal wieder stark an, sagt der Staat, und er will dann irgendwie Geld von dir, weil du viel Geld hast. Was musst du dann machen? Ja, du musst irgendwie, ja, das ist dein Geld. Du musst schauen, dass du dein Geld verteidigst, ne? Kapitalismus. Und das Recht hast du. Du kannst 10.000 Euro, weiß nicht wie, in welcher Zeitperiode, also in welchem Zeitfenster, aber du kannst 10.000 Euro zum Beispiel rüber in die Schweiz bringen. Die darfst du an dir haben, ey. 10.000 Euro. Die darfst du an dir, keinen Cent mehr. Ne? Keinen Cent mehr. Aber 10.000 Euro zum Beispiel, die darfst du über die Grenze bringen, ey. Woanders da, ey, darfst du das nicht. Ja, das ist Kapitalismus. Ja? Verstehst du, was ich meine? Wenn die Leute mit Geld nicht umgehen können, ey, natürlich reden sie schlecht vom Kapitalismus, ey. Sie haben ja nichts. Entweder ist es ihnen genommen worden oder sie haben ihr ganzes Geld ausgegeben für irgendwas. Drogen, ne? Alkohol, irgendeine falsche Liebe. Dankeschön, ja. Irgendeine falsche Liebe. Oder die Familie. Oder was ist ich was, Alter, ey.
gibt nur so viele Gründe, warum dein Geld verschwindet oder warum du mit Geld nicht umgehen kannst. Gibt nur so viele Gründe, ey. Ne? Und es gibt so viele Möglichkeiten, die dir offen liegen, ey, wenn du mit Geld umgehen kannst. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich meine, das definiert unsere Welt. Das definiert unsere Wirtschaftswelt, ja. Und nicht irgendwie so ein Sozialismus-Scheiß. Irgend so ein Franzose hat es am besten gesagt, die Wirtschaft ist das Soziale in unserer Welt. Denn ohne die Wirtschaft, ey, gibt's nichts Soziales. Das sind Leute, die Geld in irgendwas investieren, weil sie sich entweder A, was Besseres, einen höheren Ertrag erhoffen, oder B, ihr Geld investieren, damit sie, wie soll ich sagen, um ihr Geld um ihre Anlagen zu beschützen, ja, weil es Kapitalismus erlaubt, oder C, weil sie, sag ich mal, einen wohltätigen Dienst leisten wollen. Ja, es gibt, ja, ohne Scheiß. Ansonsten ist es irgendwie, ich meine, wir können ja alle von Wasser und Brot leben, ne? So ist es nicht. Ja, ne, unsere, so, weißt du, was ich meine? Wir können alle von Wasser und Brot leben und vielleicht 2 Stunden am Tag arbeiten und den Rest, da hängen wir einfach alle rum und machen gar nichts. Sozialismus pur. Sozialismus pur, ja gut, du, wenn du nicht so viel arbeiten willst, ey, dann gibt's halt nur Wasser und Brot für dich. Ja, passt mir. Also, wie gesagt, wo ist da die Wirtschaft, ne? Also total am unwirtschaftlichsten, so unwirtschaftlich quasi, wie es nur geht, ne? Und dementsprechend ist es auch nicht sozial. Da ist jemand, der hat einfach nichts herzugeben, weil er einfach nichts hat, weil er auch nichts dafür getan hat, weil er auch nichts gearbeitet hat, weil er auch nichts arbeiten wollte. Ja, faules Sozialistenpack. Ja, stinkfaules Sozialistenpack. Und dann irgendwie auf einen Anführer warten, der einen da irgendwie auspeitscht oder irgend so ein Scheiß. Ich meine, wenn du nicht so geboren worden bist, wenn du nicht irgendwie zum Arbeiten geboren worden bist, ey, dann bist du halt nicht zum Arbeiten geboren worden, beziehungsweise zum Arbeiten gemacht. Also es ist einfach mal eine Tatsache, ey. Das ist die Realität der Tatsachen, ey. Es gibt Menschen, ey, die sind eben geboren zum Arbeiten. Ja? Und es gibt Menschen, ey, die sind geboren, weil sie einfach geboren worden sind. Und diese Leute interessieren mich nicht. Verstehst du, was ich meine? Das interessiert mich nicht. Ja? Mir hat man eingebläut, ey, dass ich ja um Gottes Willen nicht arbeitslos sein darf. Das hat man mir eingebläut. Ich muss mir einen Job suchen. Ich brauche einen Job. Hat man mir gesagt. Weißt du, was ich meine? Ich komme aus einer Zeit, ey, da gab es kein Kindergeld. Meine Eltern hatten sich scheiden lassen. Meine Mutter musste mit 3 Kindern, musste schauen, dass die 3 Kinder irgendwie, musste den Kopf über Wasser halten. Ja. Mit 3 Kindern, ey. Mir und meinen 2 Brüdern, ey. Verstehst du, was ich meine? Ich, der Jüngste. Und da gab's kein Kindergeld. Meine Mutter musste zum Anwalt gehen und für Alimente kämpfen, ja. Dass mein Vater Alimente zahlt. Das war mein Kindergeld. Zu Anfang, ey. Ja. Das muss man überlegen, ey. Zu meiner Zeit, da gab's kein Hartz IV. Verstehst du, was ich meine? Zu meiner Zeit. Es gab kein Arbeitslosengeld. Das war vielleicht eine neue Erfindung damals dann, ey. Auf jeden Fall war es klar, ey, dass wenn erstens, und zu meiner Zeit, als ich irgendwie 4 Jahre alt war, da hat kein Deutscher an irgendwas, da gab es keine Scheidung. Verstehst du, was ich meine? Ich könnte schon meinen, es war eine amerikanische Erfindung, die Scheidung. Wirklich, ey. Verstehst du, was ich meine? Das war absolutes Tabu, sich scheiden zu lassen. Ja, meine Mutter hat's gemacht. Ne, meine Mutter war so ziemlich die Vorreiterin von dem Ganzen, ey, könnte ich fast meinen. Und dann... Welche Frau trauten sich scheiden zu lassen, ey? Verstehst du, was ich meine? Da brauchst du schon Gründe. Heutzutage, ey, wenn ich an meine Ex-Freundin denke, die hat sich scheiden lassen aus dem billigsten Grund. Hat geheiratet und hat sich sofort scheiden lassen. Und vorstellen, ey. Meine Mutter, Alter. Die war da eine Vorreiterin von dem Ganzen. Die hat sich scheiden lassen, ja. Und mit 3 Kindern. Und dann hat sie sich einen Job gesucht. Na, die war vorher arbeitsuntätig, weil sie 3 Kinder hatte. Und ein Familienleben führen sollte, ja, kochen, putzen, die Frauenrolle quasi übernehmen, ja. Weißt du, was ich meine? Die Hausfrauenrolle. Und dann lässt sie sich scheiden, bricht aus dem Ganzen raus, ey. Ja.
dann verschlägt es uns hier nach Deutschland quasi, west auf deutschen Boden, ey. Und dann sucht die sich eine Arbeit und geht arbeiten, ne? 8 Stunden am Tag. Und samstags auch hier noch so. Ja, ohne Scheiß. 8 Stunden, weißt du, was ich meine? Geht da arbeiten, ey, um für 3 Kinder zu sorgen, ey. Und dann später 2. Ist eine Plackerei, ey. Auf jeden Fall, meine Mutter ist nicht so gewesen, dass sie sagt, ich gehe nichts arbeiten, ich kassiere jetzt irgendwie Arbeitslosengeld und bla und blub. Weißt du, was ich meine? Meine Mutter war nicht so, meine Mutter ist nicht so, ey. Und ich bin genauso wenig so, ey. Verstehst du, was ich meine? Das ist das, was man mir eingebläut hat. Dann nehme ich mir meine Mutter nicht als Beispiel, als Blendendes. Das geht einfach um die Tatsache, ey, dass die Wirtschaft, ja, die Wirtschaft das Soziale in unserer Welt ist, ey, und nichts anderes, ey, und nicht irgendein Sozialismus. Irgendwelche Penner, ey, die dich ausnehmen wollen und die dir nichts gönnen. Die dir wirklich nichts gönnen. Geh mal in die Politik, in den Bundestag und hör dir das Gescheiß, das Gelaber an, ey. Da hast du so viele. Es gibt nur echt, ich kann, also denk mal nach, ey. Jeder Deutsche würde mir dazu stimmen. Es gibt so wenig Leute im Bundestag, die dir wirklich was gönnen. Und es gibt so viele Leute, die dir nichts gönnen, ey. Und ich muss nur Diätenerhöhung sagen, ey. Und jeder springt da sofort an und weiß genau, was Sache ist. Ich muss nur Diätenerhöhung sagen, ey. Während der Inflation. Solche Sachen, ey. Und das ist das Letzte überhaupt, ey. Weißt du, dass ich irgendwie, wenn ich irgendwie meine Arbeitskraft als so vermarkten will, ja, wie, ja, wenn du mich, wenn ich mehr arbeiten soll, will ich, dann will ich einen höheren Stundenlohn. Beziehungsweise, nee, so meine ich, wenn ich schneller arbeiten soll. Wenn ich, das sind Leute, die geben quasi an, schneller arbeiten zu können, obwohl sie es gar nicht können. Sonst hätten sie es schon längst gemacht, wenn man sie dazu darum gebeten hätte. Und dann hätte es von automatisch eine Lohnerhöhung gegeben, ja, irgendwann. Spätestens dann, wenn man mit der Kündigung gedroht hätte, hätte man dann mit einer Lohnerhöhung kommen können, ne? Also das sind diese Geschichten, wenn man seine Arbeitskraft so vermarkten will, ey, so falsch vermarkten, ja, mit Falschwerten. Ja, kannst du mal bitte ein wenig schneller arbeiten? Nee. Verstehst du, was ich meine? Ja, würdest du das für eine Lohnerhöhung machen? Nee. Also man kann, also ich meine, ich sag mal, wie drücke ich mich jetzt gescheit aus? Also das ist das Sozialistische einfach, ey. Das sind Leute, die wollen nicht arbeiten, der Wirtschaftswillen. Ja, das sind Sozialisten. Die wollen nicht arbeiten der Wirtschaftswillen. Die wollen nicht einmal arbeiten der Zukunftswillen. Das sind Leute, die, sag ich einmal, die nichts arbeiten wollen in Wahrheit. Ja. Und komm da mal mit Dynamik und mit, wie soll ich sagen? Also, oh, wie drücke ich mich da aus, ey? Ja, der Sozialist halt eben. Der arbeitet nicht der Wirtschaftswillen, ey. Ja, und ich sag mal, der Sozialist, der arbeitet nicht der... Fuck you, Motherfucker! Du Hurenschlauchi. Das Gebabbel da, ey, ja. Der Sozialist arbeitet nicht der Wirtschaftswillen, ey. Der Sozialist arbeitet am liebsten gar nicht. Und ich sag mal, der Kapitalist, der ist ja quasi, der muss auch nicht dringend der Wirtschaftswillen arbeiten. Der Kapitalist muss auch nicht dringend der Wirtschaftswillen arbeiten, ne? Der lässt sein Geld für sich, der kann sein Geld für sich arbeiten lassen. Ja. Aber er ist trotzdem seinem Geld hinterher. Er ist trotzdem seinem Geld hinterher. Denn ansonsten, wenn er seinem Geld nicht hinterher ist, dann verliert er es. Ne? Deswegen, ich meine, wer ist da tatkräftiger von den Zweien? Von der Sozialist oder der Kapitalist? Ich meine, wer passt besonders auf?
ne? Oder beziehungsweise, wer gibt sich mehr Mühe, ey? Also der Sozialist gibt sich einfach nur die größte Mühe, dem Kapitalist sein Geld abzunehmen. Der Kapitalist gibt sich die größte Mühe, sein Geld vor dem Sozialisten zu beschützen. Kann man das so stehen lassen? Ja. Ich glaube, jetzt habe ich es richtig. Jetzt habe ich es richtig und gepflegt ausgedrückt. Na? Und ich meine, wenn wir Diskussionen führen oder beziehungsweise wenn ich mich in deutschen Foren umhören würde, dann geht es immer um diese Diskussion, ey. Es geht darum, entweder irgendwelche, oder, weißt schon, Hassbotschaften, Mobbing, der ganze Dreck, ey, da verdient einer mehr Geld als du und du hast irgendwie was, du magst es nicht und du willst irgendwie schauen, dass der Typ irgendwie keine, dass die Einkommensquelle dieses einen Typen da irgendwie verschwindet. Ne, du willst nicht, dass der irgendwie mehr Geld verdient als du oder du willst nicht, dass es dem irgendwie gut geht. Ne, du hast ja nichts davon. Wisst ihr, was ich meine? Also da schlägt der Sozialismus aus. Ganz klar. Und dann hast du halt dann hast du diese dummen Diskussionen, ey, in Deutschland hauptsächlich, wo es halt irgendwie drum geht, um Kapitalismus gegen Sozialismus oder umgekehrt Sozialismus gegen Kapitalismus. Gehe ich hingegen dann nach Amerika, da geht es eigentlich nur drum, mittlerweile geht es da so drum um, es ist einfach nur verschleiert, aber da gehen die Leute aufeinander los, weil wegen ganz anderen Sachen. Wirklich, wegen ganz anderen Sachen gehen die Leute da aufeinander los. Da geht es mehr um, da geht es mehr um deine politische Einstellung, als um deine wirtschaftliche Einstellung. Was für mich natürlich fragwürdig ist, aber tatsächlich ist es so, da geht es in Amerika geht's mehr um die politische Einstellung. Ne? Weißt du, was ich meine? Um Ausländer, ne? Da reden stark, da wird stark über Ausländer, Einwanderung geredet. Oh, was die da abgehen, ey, ne? Da zerreißen sie sich's Maul, da gehen sie davon los. Dann geht's um Steuern, ne? Steuern zum Beispiel, politische Einstellung, ne? Steuern und was mit den Steuern gemacht wird, ey. Oh, da flippen die aus, ey. Da flippen die Amerikaner total aus. Ne? Du als Deutscher, der da irgendwie in Amerika lebt für ein halbes Jahr oder was und keinen Cent Steuern zahlst, willst du irgendwie mitreden können. Ja, klar. Ne? Wo wir hier die Diskussion über Sozialismus versus Kapitalismus ständig führen und nicht einmal da irgendwie das kapieren, ne? Dass die Wirtschaft das Soziale ist. Weißt du, was ich meine? Ein Beispiel ist zum Beispiel der amerikanische Export hier nach Deutschland. Ist ja sowas von klein. Aber umgekehrt, der deutsche Export nach Amerika ist ja so riesig. Was heißt es? Das heißt, die Amerikaner lassen so viel deutsche Unternehmen in ihr Land rein, um zu wirtschaften. Ne, um zu wirtschaften. Aber umgekehrt lassen die Deutschen amerikanische Unternehmen nicht rein, um zu wirtschaften. Ne? Und wo die Wirtschaft doch das Soziale ist. Ja, siehst du? Was? Ich meine, und dann entfachen hier diese Diskussionen eben über die einzigen Diskussionen eben, um damit sich das endlich mal klärt. Ne, wie man einfach, wie die Einstellung ist. Ne, welche politische Einstellung man eigentlich hat. Ja, und da braucht man das nicht mit irgendwelchen Parteien im Bundestag zu verschleiern. Ne, es gibt nur einen politischen Willen. Es gibt nur einen politischen Willen, den ein Land zum Ausdruck bringen kann. Und wenn es nur 4 Jahre ist, sind es nur 4 Jahre. Aber es gibt nur einen politischen Willen, den ein Land ausdrücken kann. Ja? Das dürfen wir nicht vergessen, ey. Und dann jedes Mal diese dummen Diskussionen, ey, das sind... Alter, ich gehe in eine Grundschule und ich kann es Kindern beibringen, ey. Und 20 Jahre später sind es die besten Banker der Welt und arbeiten für die Weltbank, so nach dem Motto, ne? Ja, ich meine, wie schafft man es, für eine Weltbank arbeiten zu können, ey? Ja, bestimmt nicht mit so einem sozialistischen Gebabbel, ey. Ja, merkst du was? Da muss man ganz schön geprägt sein von den Realitäten der Tatsachen, ey. Um bei einer Weltbank arbeiten zu können, nur mal als Beispiel. Und es... Weißt du, was ich meine? Es... Wie gesagt, es gibt nur einen politischen Willen, ey. Ein Land kann nur einen politischen Willen zum Ausdruck bringen, ey. Das ist einfach so. Finde einen Weg zur Spitze des State Buildings und nimm Kontakt mit der Widerstandsgruppe auf. Such nach Aufzügen, Treppen oder so.
Die Strahlung dürfte oben im Gebäude nachlassen. Habe ich jetzt diesen Upgrade? Warte mal. Wo steht denn? Ah, da unten, ja. Deine Stimme, Anja. Zu jeder Zeit. Wie Balsam. Ja, ich liebe dich, Anja. Ja, in den Land zu investieren, weißt du? Ja, genau. Wie Balsam. Ja, ich bin kein Sozialist, ey. Ganz ehrlich, ich strebe eine Weltordnung an, in der es keine Politik mehr gibt. Eine Weltordnung, in der es keine Steuern mehr gibt. Eine Menschheit, eine Menschheit, die einfach logisch denkt. Ja. Ich habe da zum Beispiel. Ach, ich möchte gar nicht mehr drüber reden, ey. Verstehst du, ey? Ich habe eine ganz andere Weltordnung im Kopf, ey. Wirklich. Ja, eine Menschheit, die pflichtbewusst ist. Eine pflichtbewusste und disziplinierte Menschheit, ey. Die einfach den Sinn der Arbeit versteht, ey. Und nicht irgendwie sinnlos arbeiten geht. Verstehst du, was ich meine? Also, echt wahr, ey. Und dann noch so eine sinnlose Bürokratie sich noch einbilden lässt, um da noch Geld zu verschwenden, beziehungsweise Geld dafür auszugeben, ey. Nur der Erfindung willen, ey. Aber nicht irgendwie der Wirtschaftlichkeit, sondern nur für der Erfindung willen. Diese teilweise unnötige Bürokratie, teilweise, sage ich, teilweise. Aber das hat einfach damit was zu tun mit. Oh, shit. Das hat einfach damit was zu tun, wie gesagt, ey. Ich meine, warum gehen die meisten Menschen gehen arbeiten, damit sie ihr Geld verdienen und damit sie irgendwie halt leben können? Ich meine, klar. Jeder. Andere Leute gehen arbeiten, ey, weil ihnen langweilig ist. Andere Leute gehen arbeiten, ey, weil sie gezwungen werden. Das stimmt. Weil sie gezwungen werden. So, wer erfindet denn die Arbeit? Ne? Wer erfindet denn die Arbeit? Und ich meine, macht das Ganze dann eigentlich Sinn? Ist das Ganze wirtschaftlich? Weil ich meine, wenn das Ganze unwirtschaftlich ist, wieso soll ich denn dann da arbeiten? Müsste ich da nicht woanders arbeiten? Verstehst du, was ich meine? Müsste ich da nicht irgendwie woanders arbeiten dann, damit es wirtschaftlich Sinn macht? So, jetzt hast du zum Beispiel dann die Tatsache, dass diese erfundene Arbeit gar nicht wirtschaftlich ist oder dieser erfundene Beruf oder der erfundene Standort, ja, wo dieser Beruf ausgeübt wird, ist einfach unwirtschaftlich. Ja, wir müssen den Standort verlegen. Nur mal als Beispiel, ne? Das heißt so viel wie, ja, wenn du jetzt da irgendwie weiterarbeiten willst, dann musst du irgendwie umziehen, ne? Das willst du nicht. Okay, ja, dann musst du dir einen anderen Job suchen. Ach, das willst du auch nicht. Ja, was denn dann? Ja, dann bist du beim Jobcenter und kassierst da Arbeitslosengeld. Weil du siehst es ja nicht ein, wirtschaftlich zu sein. Du gehst ja nur arbeiten, ey, um dir das eigene Maul voll zu stopfen, richtig? Richtig? So, wo ist da die Wirtschaftlichkeit? Aha, da hast es. Die sozialistische Ader, ey, die da wieder aufschlägt, ey. Dick, fett. Ja, die dicke, fette sozialistische Ader, die da wieder aufschlägt, ey. Machen wir uns nichts vor. Ja, ich hab's gesagt, da geht's drum, reichen Leute, die viel Geld haben, ihren Besitz wegzunehmen, ey. Nichts anders.
Und der andere denkt halt dran, seinen Besitz zu beschützen, ey. Was ja eigentlich sein gutes Recht ist. Ist jedem sein gutes Recht. Das ist jedem sein gutes Recht. Ich bin kein Sozialist, Leute. Ganz und gar nicht. Ich verabscheue Sozialisten. In Wahrheit. In Wahrheit. Ja, vielleicht nicht auf der Straße da draußen, weil wir sind ja alle Landsmänner. Oder Landsleute. Ja, wir gehen uns, wir müssen uns nicht an die, wir sollen uns nicht an die Gurgel gehen. Wegen solchen Differenzen. Ja, da sollen wir uns nicht an die Gurgel gehen. Aber ey, Leute, lasst euch doch nicht ins Hirn scheißen, ey. Bitte. Hört doch mal auf, euch ins Hirn scheißen zu lassen. Echt, wirklich. Wirklich. Ich möchte Franks Postkarte nicht lesen. So, jetzt kommt da eine Maschine. Ich glaube, sobald ich den Aufzug betätige. Eins dieser Maschinensoldaten. Der ist ziemlich tough. Der kommt gleich. Da ist er. Oh shit! Ah! Alter, ich schwör's dir, Mann. Warum beherrschst du keinen Doppelsprung? Wo bin ich denn jetzt? Nein. Oh nein. Habe ich das Gold? Ah, fick die Wand an, ey. Finde einen Weg zur Spitze des State Buildings und nimm Kontakt mit der Widerstandsgruppe auf. Such nach Aufzügen, Treppen oder so. Die Strahlung dürfte oben im Gebäude nachlassen. Eine Stimme, Anya. Zu jeder Zeit. Wie Balsam. Ab, komm runter. Alter. Das Lighting, ne? Oh, es dauert echt lang, bis der abgeht.
Dumme Scheiße, ey. Dieser scheiß Soldat hat mich. Super Soldat hat mich da erwischt. Das ist Kotzen, ey. Okay, hier war nichts mehr. So, dann machen wir das anders. Ich gehe mal davon aus, dass ich das Gold habe. Ich gehe jetzt wirklich mal davon aus. Na, Bewegung. Ich find's lustig, dass er mir hinterher rennt. Ey, du, stehen geblieben. Dumme Scheiße, ey. Die Postkarte ist auch weg, ne? Gut, also wenn die Postkarte weg ist, dann habe ich das Gold auch weg. Jawohl, okay. Den Hund habe ich. So, du dummer Arschwichser, ey. Entschuldigung. Ach, scheiß drauf. Concept Art, guck her. Alles verwüstet. Ja, wie gesagt, es gibt Leute, die sind wirklich zum Arbeiten gemacht. Und es gibt Leute, die sind halt nicht zum Arbeiten gemacht. Ich meine, wer bestimmt denn das? Wie bestimmt man das? Ja, ich meine, manche gehen da, bestehen da auf Rassen. Also manche gehen da. Stellen da Rassentheorien auf, weißt du? Wie das definiert da, wie der Mensch arbeitet. Ich meine, hier war es doch nicht anders da. Hier hat man auch irgendwie Rassentheorien aufgestellt und gemeint, ja, hier der Arier. Das ist jetzt nur die Theorie. Ja, ich rede jetzt nur von der Theorie. Ja, der Arier, der ist halt irgendwie. Ist schon ein Gerät von einem Mensch. Von einem Menschen, ne? Der kann wahnsinnig viel bewerkstelligen. Ne, der kann, ja, ich meine, wie lege ich mich jetzt aus, ey? Wie gesagt, unsere deutschen Vorfahren, die haben tatsächlich Flüsse gegraben, ja. Auf Verlangen, ey, des römischen Imperiums haben die Flüsse gegraben hier in Deutschland, ey. Wer hätte das gedacht? Ja, viele Flüsse, die man hier hat, die sind tatsächlich von Menschen, also synthetisch, wie ich jetzt sagen, aber. Die sind tatsächlich von Menschenhand gemacht, von Menschen gemacht. Ne, viele deutsche Flüsse, ey. Da ist eine Flussquelle, ne, und dann hat man sich überlegt, wo will man das Wasser hin haben. Ne, das römische Imperium zum Beispiel. Und dann haben die da einen Fluss graben lassen, ey. Nur mal als Beispiel. Verstehst du, was ich meine? Dann geht dann quasi die Wasserquelle in zwei Richtungen, nur mal als Beispiel. Oder du hast einen See. Ne, eine Wasserquelle halt. Und das lässt du da irgendwo reinfließen, ey, bis ins Meer rein. Na, bis ins Meer rein. Nur mal als Beispiel. Und dann legst du noch irgendwelche Filter, also dann baust du quasi noch so eine natürliche Filteranlage hin mit Kieselstein und Seuchenstein und dann so ein Moosgewächs. Verstehst du, was ich meine? Und das, ey, dass das Wasser noch gereinigt wird. Im Ganzen, ey, da hat man sich schon Gedanken gemacht. Aber das ist alles verbunden mit Arbeit. Ne? Mit wahnsinnig viel Arbeit. Ich meine, guck dir das an, ey. Du nimmst so einen Bagger. So einen Maschinenbagger. Und wie lang das. Also. Jedes Bauunternehmen würde sagen, dass das. Könnte diese Arbeit gar nicht vollrichten, ja. Das will ich damit sagen. Diese Kapazität an Arbeit, die man an ein Bauunternehmen fordern würde, um so einen Fluss zu graben, das kann kein Bauunternehmen.
Diese ganze Arbeit kann kein einzelnes Bauunternehmen tragen. So, wie würde man das heute, ich sag mal, bewerkstelligen wollen? Ich meine, damals war es ein Märchen und das Märchen hat man irgendwie halt, beziehungsweise damals war es Realität und heute ist es ein Märchen, ja, was Arbeit angeht. Ja, aber unsere deutschen Vorfahren, die waren tatsächlich dazu in der Lage, so viel Arbeit zu bewerkstelligen, ja. Verstehst du, was ich meine? Und sich offenbar nichts dabei zu denken, ey. Was schau dir die Deutschen heute an, ey. Die denken sich auch nichts dabei, wenn sie nicht arbeiten gehen. Da denkt man sich schon nichts mehr dabei. Mal vorstellen, total umgekehrt, ne? Ich denk mir nichts dabei, wenn ich nichts arbeiten gehe. Ja, und wenn du deinen Schulabschluss hast, da denkst du dir auch nichts dabei, was danach ist. Ich habe mir einiges dabei gedacht, ey. Als ich keine Arbeit bekommen habe nach meinen Schulabschlüssen, nach jedem einzelnen Schulabschluss, habe ich mir immer was dabei gedacht. So, wieso kriege ich keine Arbeit, ey? Beste Noten, dies und das. Ja. Die Rassentheorie, ja. Die Leute, ihre eigene, jeder stellt seine eigene Rassentheorie auf, ey. Ne? Jeder hat seine eigene Definition von Arbeit. Jedes Unternehmen hier in Deutschland scheint irgendwie seine eigene Auffassung von Arbeit zu haben, ey. Ne? Ist echt wahr, ey. So, du stellst irgendjemanden ein und der arbeitet nichts. Aber Hauptsache, du hast ihn eingestellt, ey. Ja? Das kann ja dann nur mit Arbeit verbunden sein, obwohl es in Wahrheit nicht so ist. Ne? Weißt du, was ich meine? Genauso wie du stellst jemanden ein und der arbeitet nichts und du machst wirtschaftlichen Verlust. Dann bist es du, der den wirtschaftlichen Verlust verursacht hat, nicht den Typen, den du eingestellt hast, weil du hast ihn ja eingestellt. Mit deiner Überzeugung. Letzten Endes. Mal vorstellen. Das muss man sich mal vorstellen. Die Auffassung von Arbeit, was viele Leute da irgendwie drunter verstehen, wie die das auffassen, ey. Und da kommt nichts Richtiges zustande, ey. Nichts Richtiges zustande. Ja. Interessiert mich nicht, sagt so mancher. Ja, ganz genau. Die sozialistische Ader interessiert sich nicht dafür. Wer zum Teufel sind Sie, Weißbrot? Ganz ruhig. Zuerst mal möchte ich klarstellen, dass ich nicht zum Regime gehöre. Was, Sie gehören zum Regime? Nein, ich gehöre nicht zum Regime. Nicht zum Regime, klar? Wenn Sie kein weißer Faschist sind, dann sind Sie entweder ein Farbiger oder Abweichler. Da Sie keine Farbe haben, sind Sie wohl ein Abweichler. Sieht so ein Abweichler aus, Grace? Nö. Hey, Augenblick mal. Ich bin vielleicht kein Abweichler, aber ich... Hab doch gesagt, er ist vom Regime! Oh, jetzt reicht's. Dreckschwein! Ich sag's nochmal. Ich bin nicht vom Regime. Nein! Sie holen jetzt Super Smash wieder rein und setzen ihn ab, sonst stopfe ich Ihnen die Granate in den Arsch und sehe mit Vergnügen zu, wie Ihre Eingeweide von der Decke tropfen. Klar, Mann? Hören Sie. Ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. Wir haben versucht, Ihre Gruppe zu kontaktieren. Wir organisieren eine Revolution in Amerika. Wir? Der Wiesenau-Kreis. Spashy, bring diesen Wichser nach drinnen und gib ihm was Warmes zu essen. Ich steck das wieder rein. Scheiße! Entdeckung! Nur ein Scherz, Mann. Ist ein Blindgänger. Oh, die hat so einen kranken Humor. Oh, sie erdrücken mich. Oh, das ist Tilly. Rezept meines Vaters, habe aber keinen Löffel. Oh, danke. Also, was ist mit dem Hühnerdraht? Hühnerdraht? Das ist mein Faradayscher Käfig, Mann. Gefällt er Ihnen? Der hält das außerirdische Regime schön auf Abstand. Oh. Ich wurde fast von William Blazkowicz getötet? Oh, Scheiße! That's Abby. Hey, Abby. Look at that. Who would have thought that Abby would lose an eye? Her left eye? Darf ich? Sie waren hier, als die Bombe fiel.
Ja, war ich. Ich habe das recht gut überstanden, weil ich unter der Erde war. Als ich rauskam, sah es aus wie eine Vision aus Dantes Inferno, wissen Sie? Ich erinnere mich an Verstümmelte, die durch den Nebel irrten. An Schreie, die durch die zerbombten Gebäude hallten wie heulende Geister. Eine Mutter war da mit ihrem Sohn. Blind stolperte der Junge durch all das Chaos mit weit ausgestreckten Armen und rief nach seiner Mutter. Die Hitze der Bombe hatte die Haut an seinen Armen verbrannt und sie hing runter, so wie ein Hemd, das ihm viel zu groß war. Und ich weiß noch, wie die Mutter versucht, zu ihm zu kriechen. Die Hälfte ihres Körpers war völlig weg. Einfach so weg. In so einem Moment, was denkst du da? Wenn du weißt, du verlierst alles, was du liebst. Was denkt man in so einem Moment, hm? Die muss auf ganz schön harten Schmerzmitteln sein. Opiate. Scheiße. Das wird eine Narbe geben. Na, die Monster waren das. Keine Monster. Menschen. Ihr Verlust tut mir leid, Mr. Blaskowitsch. Ich habe Caroline kaum gekannt, aber sie war wohl eine tolle Frau. Sie hatte Eier aus Stahl. Eier? Warum müssen immer Eier herhalten, wenn einer mitteilen will, wie hart er ist? Kleine, äußerst zarte Dinger, geborgen in ihrer warmen, gemütlichen, verletzlichen Hülle aus schrumpeliger Haut. Hey, meine Eier sind nicht schrumpelig, ja? Das bleibt wohl ein Rätsel. Kein Rätsel ist der süße Saft, den sie produzieren. Ja, ich werde auch bald Vater. So ist der Kleine. Ist eine Sie. Oh, Abby. Tut mir leid. Weswegen denn? Was ist, Special? Schweine, jede Menge. Komm die Treppe hoch, eine Scheiße am Mist. Scheiße, die Wichser haben uns gefunden. Na, haben Sie einen Fluchtplan, Mr. Blaskowitsch? Anja, wir müssen hier sofort raus. Verstanden, William. Schicke Hass 1 und Hass 2 für sofortige Evakuierung. Verstanden. Bringen Sie Ihre Leute aufs Dach. Ich stoppe die Angreifer, bis die Helis da sind. Brüder und Schwestern, hört zu. Ihr müsst alle sofort aufs Dach. Wir evakuieren. Und nehmt alles mit, was ihr tragen könnt. Los, die Zeit drängt, Leute. Na los, los. Beeilung. Alles klar? Schaffen Sie einfach Ihre Leute hier raus. Kommt her und holt mich, ihr weißen Faschistenschweine! So, wir müssen hier runter. Ah, fick die Wand an. Irgendwie haben die das hier falsch abgemischt, weil spielen zwei Tracks auf einmal. Eieiei. Ah. Scheiße!
Ah! So bleibt es. So verbleiben wir jetzt. Dann wird mich der Maschinensoldat wahrscheinlich nicht finden. Jetzt spielen zwei Tracks. Alles klar. So, sammeln wir mal die schönen hübschen Sachen ein. Na du? Alles fit? Kommen Sie jetzt? Oh, Wyatt. Carolina. Da. Noch ein Engel. Erstens Concept Art, zweitens ein Waffen-Upgrade. Okay. Cap, kommen Sie jetzt? Ja, ja, nein, nicht ganz. Gold, jawohl. Das ist Grace Walker. Wir lesen gleich was über die. Die sollte vom Regime verhaftet werden oder sowas. Ich glaube, die ist Kommunistin, ja. Eigentlich, also ich kann solche Leute nicht ausstehen, ja. Sie ist linksradikal, sagt man. Ja, starke sozialistische Ader, sie nimmt gern Reichen, also Leuten den Besitz ab, das war's. Und spricht sich selber Besitz zu, ohne dafür wirklich gearbeitet zu haben, ja? Und ohne dafür arbeiten zu wollen. Ja, los doch, das haben Sie schon mal geschafft. Ja, ja. Also gut, hier steht's. Grace Walker, von Mordanklage freigesprochen. New York, 22. Januar 1947. Früh am heutigen Morgen erfolgte der Urteilsspruch in dem mittlerweile berühmten Verfahren gegen Grace Walker. Frau Walker wurde in allen Anklagepunkten für nicht schuldig befunden und kommt an diesem Nachmittag frei. Frau Walker wurde auf den Verdacht hin festgenommen, Jennifer Brown, eine bekannte politische Aktivistin und Partnerin von Frau Walker, mit zwei Schüssen auf den Oberkörper ermordet zu haben. Walkers Anwalt Norman Caldwell gab bekannt, dass Frau Walker mit dem Ausgang des Verfahrens zufrieden sei, aber er fügte noch hinzu, dass das Mordverfahren einer Hexenjagd gleichkäme, die das FBI eingeleitet habe, um ihr den Mord aufgrund ihrer politischen Zugehörigkeit anzuhängen. Herr Caldwell beschuldigte das FBI, das Büro von Frau Walker abgehört zu haben, um ihre Bewegungen zu verfolgen und andere Mitglieder ihrer Organisation zu schikanieren. Bringen Sie einfach, Mann! Ja, also zum einen ihre politische Einstellung. Was ist ihre politische Einstellung, ja? Was ist das? Also du siehst schon, ey. Da geht's mehr um politische Einstellung anstatt um, wie soll ich sagen, um Systemeinstellung. Ja, da geht's mehr um politische Einstellung. So,
Manuskript von Grace Rede. Brüder und Schwestern, Mitglieder der Schwarzen Revolutionsfront, Unruhestifter, Rebellen. Amerika ist krank. In seinem Körper wächst ein Tumor, der schon seit der Gründung dieses Landes wächst. Seit es auf den malträtierten Rücken afrikanischer Sklaven unserer Vorfahren aufgebaut wurde. Amerika ist ein Land, das schwarzen Amerikanern systematisch das Recht, in Freiheit und Wohlstand zu leben, vorenthalten hat. Aha. Aha. Aufgrund dessen, weil man diese Schwarzafrikaner als Besitz angesehen hat. Ja, sie galten als Besitz, es waren ja Sklaven. Jetzt hat man das ja quasi abgeschafft. Ne? Mit Ende des Bürgerkriegs des Amerikanischen hatte man das ja dann abgeschafft. Schwarze galten dann nicht mehr als Besitz. Spätestens dann hatten ja Schwarzafrikaner das Recht, sich Wohlstand anzuarbeiten und anzueignen. Und da sind wir wieder in diesem bei dieser politischen Einstellung. Darum wird gestritten. Bis zum heutigen Tag werden um solche politischen Einstellungen gestritten, ey. Ne, und ich habe es vorhin noch gesagt, ey, als Arbeitgeber, ne, wenn man jemanden einstellt, ne, warum stellt man den ein? Ich stelle jetzt zum Beispiel einen Schwarzen ein. Warum stelle ich den ein? Was erhoffe ich mir dadurch, wenn ich den Schwarzen einstelle? Verstehst du, was ich meine? So, jetzt gibt es in Amerika ein Gesetz, beziehungsweise ist in einem Grundgesetz verankert, irgendwo, ja, da steht tatsächlich drinnen, dass ein schwarzer Mann nur als halber Mann zählt. Na? Was heißt denn das dann, ja? Das würde technisch so viel heißen, dass ein Schwarzer weniger Geld verdient als ein Weißer. Und es ist tatsächlich so ne? Viele, viele Menschen mit dunkler Haut verdienen weniger, also mit schwarzer Haut, sag ich mal, verdienen weniger als Menschen, die helle Haut haben. Was bedeutet das dann? Das würde bedeuten, dass diese Menschen, um den gleichen Wohlstand erzielen zu wollen, mehr arbeiten müssen. So, wenn ich jetzt die Einstellung habe, wenn ich das jetzt angenommen habe, ja, und das akzeptiere, dann stelle ich doch den Schwarzen ein. Der arbeitet ja doppelt so viel, ne, und kostet mich genauso viel. Der kostet mich dann genauso viel und arbeitet doppelt so hart. Verstehst du, was ich meine? Dann stelle ich den ja ein. So, was denkt sich dann der andere? Ach, was soll denn das? Der will ja quasi dann den Besitz, der fühlt sich ja seines Besitzes entraubt, obwohl er doch seinen Besitz bekommt. Ne? Also, solche Geschichten, ey. Der fühlt sich dann seines, auf einmal wird der zum Sozialisten, ey, so nach dem Motto, ne? Der fühlt sich seines Besitzes beraubt, weil da kommt jemand, ey. Und ich sag mal, da kommt jemand und arbeitet für seinen Besitz genauso wie er. Und dann, aber der muss sogar noch mehr arbeiten dafür. Und das will er noch, dann will er den noch dafür verurteilen, dass der so viel mehr arbeiten muss. So, dann kommt ja die Rede auf wie, ja, das kann nicht sein, ne? Alle müssen gleich viel arbeiten. Da sind wir schon wieder da, ne? Beim Sozialismus, ey. Ja, dann habe ich ja gar keinen Grund, den Schwarzen dann einstellen zu müssen, ne? Und dann sind wir schon wieder beim Nationalsozialismus, ne? Sozialismus pur, ja? Und ich verabscheue das zutiefst, ja? Die Wirtschaft, das ist das Sozialste in unserer Welt. Das ist die Wirtschaft, ja? Dazu gehört Wettbewerb einfach dazu, ne? Das ist echt so, ey. Ich schwör's dir, hätten unsere Vorfahren diese Einstellung, die wir haben heutzutage, ey, dann gäb's keine Wirtschaft mehr. Dann würde die Welt schon gar nicht mehr existieren. Verstehst du, was ich meine? Da gäb's sowas wie Videospiele oder Konsolen, einen Konsolenmarkt, den gäbe es gar nicht mehr. Ne? Genauso wie irgendwie Arbeitsmarkt, den gäb's auch schon gar nicht mehr, weil die Leute denken so, ja, ich habe meine Arbeit verloren, jetzt muss ich nichts mehr, ja, ich habe meine Arbeit verloren, jetzt brauche ich nichts mehr arbeiten, fertig. Na?
Wenn mir jeder so eine Einstellung hätte, ey. Oh Gott, da wäre die Welt so arm dran. Die ganze Welt wäre so arm dran. Alter, ich schwör's dir, Mann, ey. Da wären wir schon wieder bei dem Punkt, wie... die Erde ist eine Scheibe, ne? Dann wären wir schon wieder so weit zurückfallen, ey. So mit solchen Einstellungen, ey. Na? Ich sag's dir, ey. Ich bin überhaupt nicht sozialistisch geprägt, ja. Ich bin vielleicht eher christlich geprägt, ja, das kann man sagen, aber bestimmt nicht sozialistisch, ey. So ein Scheiß. Wenn ich jemanden einstellen will, wenn ich als Unternehmer jemanden einstelle, dann stelle ich den ein, erstens, weil ich jemanden brauche, der mich unterstützt, ja, als Unterstützung. Und zum Beispiel, weil ich zu viel Geld habe. Das ist ja quasi wie eine Anlage, ne? Meine Mitarbeiter sind für mich wie eine Anlage. Die bringen mir Geld, weil ich eine Anlage brauche. Dann muss ich Leute einstellen. Irgendwo einsetzen. Ne? Und ich meine, wen stellst du da ein? Ja, ich stelle da irgendjemanden ein. Ja, irgendjemand bringt dir bestimmt nicht Geld. Du musst die richtige Anlage finden. Also den richtigen Arbeiter. Mit der richtigen Einstellung. Und da spielt doch die Hautfarbe überhaupt keine Rolle, ey. Hauptsache, der spricht Deutsch. Ja, im Essentiellen. Es stimmt doch. Stimmt doch. Ja gut, es wollen viele nicht Deutsch sprechen. Ja, da liegt das Problem, ey. Dann hast du ein Problem. Ich spreche kein Deutsch. Ja, wie? Echt? Ohne Scheiß. Ich schwör's, ey. Naja. Ein Land, das uns unser Recht auf eine Stimme abschlagen will. Ein Land, das kein Interesse daran gezeigt hat, ein Heilmittel zu finden. Meine Freunde, wir haben vor, das zu ändern. Wir wollen in der politischen Landschaft Amerikas ernst genommen werden. Wir wollen die Stimme aller schwarzen Amerikaner sein, die jetzt keine Stimme haben. Wir wollen unser Land von der Krankheit des Rassismus befreien und unsere Freiheit zurückerobern. Ich glaube, dass es Zeit wird. Das Manuskript endet hier, da die Hälfte der Seite abgerissen wurde. Ja, also gut. Sie ist keine Sozialistin. Sie ist eine schwarze Kapitalistin. Doch, das haben Sie schon mal geschafft. Springen Sie einfach, Mann. Ja, habe ich mich in ihr getäuscht. Aber sie ist eine Antirassistin. Ja, gut, aber bleiben wir mal bei der Sache, ne? Warum sollte ich jemanden einstellen, weil er schwarz ist? Das ist kein Grund, ne? Das ist kein Grund, jemanden einzustellen, bloß weil jemand eine andere Hautfarbe hat. Lass mal das gemerkt sein. Das ist kein Grund. Wenn ich jetzt weiß, der muss doppelt so viel arbeiten wie der andere, dann kann ich prognostizieren, so ja, ne, da kann ich mir was ausmalen, ne? Oh ja, der muss ja mehr arbeiten. Weil er schwarz ist. Das haben Sie schon mal geschafft. Springen Sie einfach. Ich weiß, das ist ein Vorurteil. Ich weiß, dass das ein Vorurteil ist. Aber das ist so geschrieben. Ne, das ist so geschrieben. Damit eben keiner rassistisch denkt. Weil das passiert ganz schnell, ey. Warum sollte ich der. Weißt schon. Ja, der arbeitet ja nichts. Also, ich meine, das passiert ganz schnell. Ja, dieses Gedankengut, dieses sozialistische Gedankengut. Das tut sich ganz schnell auf, ey. Wenn der Wettbewerb nicht vorangetrieben wird. Ist kein Scheiß. Joe's Postkarte. Walker Army Air Base, New Mexico. Leading the war effort. Im Diner bin ich Bobby Joe über den Weg gelaufen. Genau wie früher ist er immer noch Experte darin, Quatsch zu reden. Aber er hat mir erzählt, dass er von Crooked Jane gehört hat, die wiederum mit Jackie One Leg gesprochen hatte, dass du einen ziemlich dicken Fall in New York hast und dass du dich jetzt Super Special nennst. Mir klappte fast die Kinnlade runter. Sowas Dummes habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Aber als ich sah, wie aufrichtig Bobby Joe reinschaute, wusste ich, dass es kein Scherz war. Wie dem auch sei, es ist jedenfalls verdammt lange her, seit du mich besucht hast, Norm. Sohn, du weißt, dass ich dich liebe, egal was für einen seltsamen Namen du jetzt benutzt. Ich gebe dir nicht die Schuld daran. Ich weiß doch, dass du und deine Freundin in New York viel zu tun haben. Ich habe aber einen Vorschlag für dich. Warum bringst du deine Freundin nicht mit nach Roswell? Hier in dem alten Haus ist viel Platz. Ich kann sogar mein berühmtes scharfes Chili kochen, um ihre hungrigen Bäuche zu füllen. Hör zu, Norm, oder Super Special oder wie auch immer.
Hier ist eine Verschwörung im Gange. Etwas geht hier vor sich. Jede Menge Leute vom Militär laufen hier rum. Irgendwas geht in ihrem unterirdischen Labor vor sich. Da der Krieg gegen das Regime den Bach runtergeht, wette ich, dass sie versuchen, irgendeine außerirdische Technologie einzusetzen, um zurückzuschlagen. Was es auch sein mag, mir gefällt es nicht, dass es geheim ist. Melde dich bald bei mir, Sohn. Hörst du? Dein dich liebender Vater, Papa Joe. Papa Joe. Gut gemacht, Junge. Ich bin ja gut mit dir. Papa Joe. Perfekt. Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten. Das haben Sie schon mal geschafft. Springen Sie einfach, Mann. Warte mal. Papa Joe. Ja, ich halte hier meinen Scheiß. Ich brauch da gar keinen Chat führen, ey. So ein Scheiß wird nicht diskutiert. Und ich diskutiere auch nicht über so ein Scheiß. Ich sag's nochmal, ey. Ja, ich sag's nochmal. Ein Land kann nur einen politischen Willen ausdrücken, ey. Ja? Ein Staat, ein Land kann nur einen politischen Willen ausdrücken, ja. Und ich lass mir da nicht ins Hirn scheißen, ey. Ist echt so. Clarence Brief. Hallo, mein Liebling. Ich sitze hier im Schatten einer großen Palme und schreibe dir diesen Brief. Ich weiß noch einen Brief von der Front. Ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich alle zu Hause vermisse, wie sehr ich mir wünsche, dass dies ein Urlaub wäre. Stattdessen muss ich gegen das Regime kämpfen. Ich wünsche, dass du und deine kleine Angela hier bei mir wärt und wir gemeinsam die Sonne genießen könnten. Weißt du, hier auf dieser Insel, auf der ich stationiert bin, ist es wirklich schön. Hier gibt es smaragdfarbenes Wasser, weitläufige, blendend weiße Sandstrände und blauen Himmel, soweit das Auge reicht, das langer geschwärzter Text. Und es ist genau vor mir. Das heißt, dass wir bald wieder ausrücken müssen. Ich weiß nicht wohin, aber das Regime ist unerbittlich und wir müssen es aufhalten. Denn wer wird es sonst tun? Wie geht es meinem süßen kleinen Engel? Ihr hübsches Gesicht fehlt mir. Mir fehlt, wie sie lacht, wenn ich ihr den Bauch kitzel. Mir fehlt alles. Pass auf dich auf, Schatz. Auf immer dein Clarence. Der schwarze Clarence. Cap, kommen Sie jetzt? Also da haben wir quasi diese schwarzen Frauen, die jetzt da sind. Deren Männer, die waren im Krieg und die sind alle gestorben. Oder, ja, die sind alle gestorben. Vorstellen. Es wäre das Leben nicht hart genug für einen Schwarzen, ne? Cap, los doch, das haben Sie schon mal geschafft. Springen Sie einfach, Mann. Ey, kein Scherz, echt, ey. Ja, Concept Art. Da haben wir das zerbombte Empire State. Das hängt nur noch an einem Stahlträger, an einem gigantischen. Irgendwo ist hier noch ein Max-Spielzeug, jawohl. Wo ist es? Cap, los doch, das haben Sie schon mal geschafft. Springen Sie einfach, Mann! Doch nicht. Warte mal kurz. Da müsst ihr quasi, Penthouse-Bezirk, doch. Wo ist Max Spielzeug? Scheiße, na, warte mal. Cap, los doch, das haben Sie schon mal geschafft. Springen Sie einfach, Mann. Alter Schwede. Wo ist Max Spielzeug? Warum mache ich denn das eigentlich? Warum will ich diese Scheiße wieder sammeln, ey? Merkst du mal was? Perfektionist sein will. Ich sage nicht, dass ich es bin, aber ich strebe das an. Perfektionismus. Weiß nicht. Ich bin
bin auch kein Künstler. Ich kann auch kein originalgetreues Bild malen. Ich bin kein Da Vinci, weißt du? Aber ich meine, das hat ja auch was mit Perfektionismus zu tun, ey. Das so malen zu können wie Da Vinci. Doch, das haben Sie schon mal geschafft. Springen Sie einfach, Mann! Alter, du gehst nach China, ey. So viele Chinesen unter Perfektionsdruck, das glaubst du gar nicht. Das ist vom Staat aus, ne? Echt wahr, ey. Der Staat, der alle Finanzen in der Hand hat, größtenteils, ne? Und wenn du da nicht irgendwie, sag ich mal, ein Künstler, so ein Kunststückchen machen kannst, ey, dann ja, geben die dir kein Geld. Kann man vorstellen, die Chinesen so unter Druck. Ja, ich meine, kann ich das gesunden Wettbewerb nennen? Nee, kann ich nicht. Oder natürlichen Wettbewerb kann ich es auch nicht nennen, ne? Das ist halt, wie sagt man? Was ist das? Wie drücke ich mich jetzt da aus? Kommen Sie jetzt! Das ist halt der Staat, der alles kontrolliert, ja. Eine kommunistische Partei, ja. Die wollen halt irgendwie jeden gleichschalten, ja. Wie viele Chinesen da solche dicken Brillengläser tragen, ist unglaublich. Echt ohne Scheiß. Letztens gerade ein Video gesehen über so einen Studenten. So ein Studentenwerk, so eine Studentenstadt, so eine Studentenstadt, die quasi aus dem Nichts da gebaut haben, und da haben die jetzt irgendwelche Studenten, die da leben, und die tun da trainieren und alles und Sport machen und zeichnen, ey, lauter Zeug, unter hohem Perfektionsdruck stehen, die da kochen, alles, ne? So eine Staatsschule, Staatsuniversität, Staatsuniversitätsprogramm, kann ich das so nennen? Dale Mitchelson. Ja, und da waren Kinder. Cap, kommen Sie die waren bestimmt so 15 Jahre alt, solche dicken Brillengläser, hast du gesehen. Echt, ganze Klasse voller chinesischer Kinder mit solchen dicken Brillengläser. Blind wie ein Maulwurf. Ey, jeder blind wie ein Maulwurf. Echt, ohne Scheiß, ey. Und dann die Jungs richtig klapperdünn, ey. Und voll unter... Cap, kommen Sie jetzt? Also klapperdünn und total unter Stress ausgesetzt. Du konntest halt richtig sehen, dass sie halt wahnsinnig unter Stress stehen. Ja? Stress übt sich schlecht, also übt sich nicht gut auf die Verdauung aus, ist ganz klar. Stress verursacht Haarausfall. Also lauter Gesundheitsmerkmale, die halt nicht positiv ausfallen. Ne? Obwohl man halt einfach nur, weil man halt jeden gleichschalten will. Ja. Also richtig, der Zwang ist da. Und ich meine, diese Chinesen müssen da irgendwie mitmachen, weil der Staat hält halt eben alle Finanzen, und die machen quasi Kunststückchen für den Staat. Die machen kein Kunststückchen für Deutschland, die machen kein Kunststückchen für die USA. Das ist halt irgendwie nur, das ist halt nicht schön anzuschauen. Das muss ich ehrlich sagen, es ist wirklich nicht, auf längere Zeit ist es nicht schön anzuschauen. Ich meine, irgendwas muss man damit erzielen, Ne, man kann nicht einfach sagen, man kann nicht mit Menschen so umgehen. Ja, du machst jetzt Kunststückchen für mich, ansonsten gibt es nichts zu essen. Verstehst du, was ich meine? Los doch, das haben Sie schon mal geschafft. Springen Sie einfach, Mann! Es gibt genügend Jobs da draußen, ey, weißt du. Und wenn ein Land sich weiterentwickeln will, ich meine, gut, dann will es sich halt weiterentwickeln, ey. Es ist ein Unterschied, ob sich ein Land weiterentwickeln muss, ja, oder will. Und China ist ein Land, was sich weiterentwickeln will, aber nicht muss. Wohlgemerkt. Und ich sag mal, Deutschland ist ein Land. Entschuldigung, ja. Deutschland ist ein Land, was sich weiterentwickeln muss. Ja? Habe ich mich da irgendwie sauber ausgedrückt? Ist es verständlich? Kommt es verständlich rüber? Ja, gut. Weil ein Land kann nur einen politischen Willen ausdrücken. Das ist ganz klar. Ja? Und ich meine, man sollte schon in der Lage sein, sich politisch, beziehungsweise ein Land kann ja nur einen politischen Willen haben und ausdrücken, und man sollte schon in der Lage sein, diesen Willen ausdrücken zu können. Wenn man jetzt nicht in der Lage ist, das zu machen, ich meine, das ist quasi dann Beweis dafür, dass man sich weiterentwickeln muss. Das ist der Beweis dafür. Das ist der absolute Beweis dafür, ne? Wenn ich meinen politischen Willen nicht ausdrücken kann, weil ich nicht in der Lage dazu bin, dann muss ich mich als Land weiterentwickeln, um mich ausdrücken zu können. Ganz klar. Ganz klar. Und Deutschland ist so ein Land, was sich weiterentwickeln muss. Ja? Also das muss... Los doch, das haben Sie schon mal geschafft. Springen Sie einfach mal. Das muss in der Luft liegen, ja. Das muss in der Luft liegen. Das muss der Ruf sein, den jeder irgendwie spürt.
vielleicht nicht jeder folgen tut, aber das ist der Ruf, ey. Das ist der Ruf der Dinge hier in Deutschland. Ja, wir müssen uns als Ganzes weiterentwickeln. Ganz klar. Ich kann nicht ständig irgendwie... Cap, kommen Sie jetzt? Wo ist denn dieser Roboter, Mann? Ich kann nicht ständig, wir holen ihn später. Ich kann mich nicht ständig auf andere verlassen, ey. Das geht nicht. Man muss Sachen auch eigenständig erledigen können. Ist ganz klar. Ich kann nicht irgendwie andere mein Leben führen lassen, ey. Man muss in der Lage sein, sein eigenes Leben führen zu können. Kommen Sie jetzt? Ne, sonst kommen andere und führen das für dich. Und dann hast du kein Leben mehr. Ne? Genauso wie da kommen Leute und machen für dich die Politik. Früher oder später, wenn du selber keine Politik führen kannst, dann kommen Leute und machen. Und wenn es die Russen sind, du weißt ganz genau, was ich meine. Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Dann kommen die Russen und scheißen dir ins Hirn. Da ist eine Schallplatte, jawohl. Hören wir noch was? Guten Abend, everyone. Guten Abend. We are here to tell you all about Changeover Day. Changeover Day? Changeover Day. From July the 4th, you gotta say goodbye to English. Auf Wiedersehen! So get on board or get out. Changeover Day. Make sure you know the date. After the 4th of July, be careful what you say. Changeover Day. By English USA. We all know that German is much better anyway. T-H-E is silly, can't you see? Der, die und das, defined language can be Spaß. German is more wicked with what you want to say. Know that English is confusing anyway. Change over day. Make sure you know the date. After the 4th of July, be careful what you say. Change over day. By English USA. We all know that German is much better anyway. Bodenschleif, Maschinen verleiht. Big words are not a problem, you don't even have to try. Complex names and phrases are much easier to say. And we all know that German is much better anyway. Change over day, make sure you know the date. After the 4th of July, be careful what you say. We all know that German is much better anyway. Okay, everybody, let's practice our German. Yeah. Guten Tag. Guten Tag. Dankeschön. Dankeschön. Ich bin krank. Ich bin krank. That's it, you're doing great. Hilf mir. Hilf mir. Wo sind die Toiletten? Wo sind die Toiletten? Hier sind meine Papiere. Hier sind meine Hände waschen. 15 is 15 and 50 is 50. Confusion will be zero. German numbers are your hero. Practice a new language. Make sure you obey. And we all know that German is much better anyway. Change over day. Make sure you know the date. After the 4th of July, be careful what you say. Change over day, by English USA. We all know that German is much better anyway. Change over day, make sure you know the date. After the 4th of July, be careful what you say. Change over day, by English USA. Das waren die Käfer mit Umschaltungstag. Wenn ich mich recht irre.
Ja, also, ihr sprecht mir nach, ne? Hallo, auf Wiedersehen, ich bin krank. Und, da wird mir richtig schlecht. Ne? Das Land hier, bekannt dafür, dass Leute, Cap, kommen Sie jetzt? Also, dass Leute, wie drücke ich mich jetzt aus? Also, das Land berühmt ist, ne, dass andere Leute, dass man nicht arbeiten will. Beziehungsweise, dass man seine Arbeitspflicht vernachlässigt. Ja? Verstehst du, was ich meine? Ich bin krank. Heißt so viel wie, ja, ich will nicht arbeiten gehen, ich bleib daheim. Ich bleib daheim und faulenz. Weißt du, was ich meine? Heute ist Sonntag, morgen soll ich auf die Arbeit, ich bin krank. Nur als Beispiel, ja? Und der Arbeitgeber... Los, also, das haben Sie schon mal geschafft, springen Sie einfach, Mann! Das solche Sachen, ey, es ist einfach, da wird mir richtig schlecht, ey. Ich bin krank. Da wird mir richtig schlecht. Ohne Scheiß. Richtig schlecht. Ich hab keinen Bock. Nee, beziehungsweise, mir tut was weh. Wenn ich das schon höre, wird mir richtig schlecht. Mir tut was weh, heißt so viel wie, ich hab keinen Bock. Ohne Scheiß. Ich stehe auf, mir tut der Fuß weh. Ist doch kein Grund für mich, jetzt nicht zur Arbeit zu kommen, ja. Ich habe Schmerzen. Das ist was anderes. Ich habe Schmerzen. Ja, dann gehst du zum Arzt. Und der Arzt muss da irgendwie feststellen, warum du Schmerzen hast. Ne? Cap, kommen Sie jetzt? Aber mir tut was weh. Ich habe Kopfweh zum Beispiel, ja. Aber ich habe Aua auf dem am Ellbogen. Ich hab mir tut der Zahn weh. Ja? Das ist ein Unterschied, ob dir Zahn weh tut. Das haben Sie schon mal geschafft. Springen Sie einfach, Mann. Oder ob du Zahnschmerzen hast. Das ist ein Unterschied. Naja, jedenfalls. Hussa! Ich bin krank. Na, wer ist dein kleines Zeter? Du bist ein kleines Zeter, Abby. Ja, du. Du kleiner Grauer. Du kleiner Grauer. Wir müssen es schaffen, Grace. Den Amerikanern den Kampfgeist zurückgeben. Eine Revolution entfachen. Scheiße. Wir kämpfen jeden verfluchten Tag, Blaskowitsch. Aber die Weißen hier? Die haben doch aufgegeben. Ich glaube, die haben auf Kämpfen gar keine Lust mehr. Nein, die tun alles, was der Scheißkanzler ihnen sagt. So ein Schwachsinn. Sie wollen das Regime bekämpfen, wie wir. Sie brauchen nur jemanden, der ihnen zeigt, wie. Wissen Sie, wer jetzt im Süden das Sagen hat? Der Ku Klux Klan. Verdammt, habe ich recht? Genau. Und was werden Sie tun? Wollen Sie mit denen Händchen halten, Brücken schlagen und sie überreden, sich uns anzuschließen? Machen Sie doch auf, Blaskowitsch. Ach, vergessen Sie die Überläufer. Die breite Masse ist wichtig. Hören Sie, ich bin ausgepowert. Ich mach's nicht mehr lang. Ich kann nicht mal mehr alleine stehen. Könnte schlimmer sein. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht haben sich alle mit der Tyrannei arrangiert. Das Regime ist vielleicht immer noch an der Macht, wenn ich verrecke. Schwester Grace hat immer recht, Bruder. Musste ich auch erst lernen. Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich. Wer den Amerikanern die Freiheit nimmt, spielt mit dem Feuer. Wer den Amerikanern das Hirn scheißt. Und ich gieße noch Öl hinein. Die Leute müssen lernen, das nicht mehr mitzumachen. Ganz genau. Und wenigstens das werde ich tun. Ganz genau. Sehen Sie, genau das meine ich, Blaskowitsch. Sie wollen dem Regime Angst machen? Es an der empfindlichsten Stelle treffen? Sie wollen ein verdammtes Chaos anrichten? Tja, dann sind Sie an der richtigen Adresse. Wenn Sie immer noch mit allen Mitteln gegen das Regime kämpfen können, dann was wohl? Dann wird mein Plan die Nation erbeben lassen. Oh, Scheiße! Muss ich jetzt etwa zurück nach Roswell? Ja, so sieht's aus. Was hältst du davon, du Dummerchen? Ich glaube, jetzt habe ich dich, mein Großer. Max Haas? Ich weiß nicht, Mixchen. Sieh an, hier werden also die Entscheidungen getroffen. Wir brauchen einen Platz zum Schlafen. Dieser Raum ist leer. Super Spech! Hey, Weißbrot, ich brauche ein neues Zuhause für meine Leute. Strom, Zugang zum Funkraum und ein Klo. Alles klar? Ja, Ma'am. Klar doch. Was gibt's, Boss? Hier ziehen wir ein. Alles klar, Schwester.
Also hört zu, Leute. Das Weißbrot zeigt euch, wo ihr das Zeug aufbauen könnt. Danach sucht ihr euch einen Platz zum Pennen. Lernt die Bootsleute kennen. Und hey, ihr benehmt euch, klar? Hier lang! Haben Sie Atomwaffen an Bord? Ja. Haben wir. Es gibt einige Atomsprengköpfe unten in Sektion F. Wir müssen uns einen davon besorgen. Der Eingang zur Sektion F wurde versiegelt. Er ist überflutet seit den Angriffen. Blaskovic, können Sie schwimmen? Ja. Oh, Baby, nicht schlecht. Bis zum... Ein Klo. Teufel ist das? Ich sagte, was zum Teufel ist das? Sehe ich da etwa eine funktionierende Toilette vor mir? Mich zu fassen! Ja. Ja, diese Toilette kann alle möglichen Exkremente entsorgen. Fäkalien, Urin, Erbrochenes. Hast du Arschpapier? Wenn Sie Toilettenpapier meinen, ja. Ja, wir müssen uns natürlich etwas einschränken, aber ja, oh. Es gibt auch was zum Abwischen. Oh Gott, oh mein Gott! Ja, Jesus, ja. Maria und Josef! Eine Gott herunterspülende Toilette! Dass ich das noch erleben darf, das ist... Okay, ich werde kurz hier drin bleiben. Wieder vor. Ja, kurz. Hier bleiben wir eine halbe Stunde drin, ja. Wie bitte? Nicht verstopfen! Ja, mein Bruder war so, ey, der hat... Aber ey, ich weiß nicht. Wie wär's hiermit? Also ich kann nicht lang. Nein. Alter, was ich ihn hier hab. Max, du verlierst. Warte mal. Die Dame. Ist das ein Läufer? Wo ist denn der Turm? Max Haas. Ah ja, das war's. Schachmatt? Max. Nein. Max. Hey, warte mal. Max Haas. Nein. Max Haas. Nein. Max Haas. Nein. Max Haas. Nein, das kann nicht sein, du Dummerchen. Ja, Max hat... Komm, Max, spielen wir. Max hat nur noch eine rechte Hirnhälfte. Ja, ist schon ein Wunder, dass er malen kann, ja. Max Haas! Ja. Max Haas! Max Haas. Oh, Riese! Sie sollten mal bei der Schießanlage vorbeischauen. Habe einen neuen Bereich eingebaut, das Trainingshaus. Wird Ihnen bestimmt gefallen. Aha, alles klar, Jude. Na, ist schon. Haben Sie schon das neue Trainingshaus in der Schießanlage ausprobiert? Nein, habe ich noch nicht. Sollte ich aber. Oh, guck mal, 56. Dienstjahre, 29 Dienstjahre. 27 Jahre lang hat sie dem Reich gedient. Schon. 27 Jahre. Wahnsinn. 1,65 groß. Zwei, Blutgruppe 0. Hey, habe ich auch. 0 minus? Achso, die meinst negativ, ja. 0 negativ. Bin ich auch. E-Gatte keiner. Aha, wer ist denn dann hier? Der Mann. Kinder 5. Aha. Kinder 5 männlich, 1 weiblich. Unfucking fassbar. Wer hätte das gedacht? Dass diese alte 6 Kinder auf die Welt gebracht hat, so eine Figur hat und noch soldatenfähig, dienstfähig ist und bleibt. Und dann noch General. Als sowas... Ja, sowas ist wie, entspricht einem Märchen. Bedeutende Leistungen, ehemalige Anführerin der Nachwuchstruppe in Berlin, ehemalige Anführerin der Nachwuchstruppe Germaniens, leitete hat im Februar 1960 die Wiesenau-Terrorzelle in Berlin gefasst. Ja, gut.
gut, also sie ist eine Nachwuchstruppenführerin, Anführerin. Nachwuchstruppenanführerin. Interessant, nicht wahr? Schön, Sie zu sehen, Captain. Jo, es geht ab, Jakova. Eine Nachwuchstruppenanführerin. Na? Ja, ja. Wir brauchen diesen Atomsprengkopf aus Sektion F. Hey, Abby. Holen Sie ihn, okay? Danke. Abby. Oh, ist sie nicht süß? Oh, ist sie nicht süß, die kleine Abby? Wie sieht es mit dem Atomsprengkopf aus? Wir brauchen den. Anja sagte, es gäbe ein paar in Sektion F. Oh, kleine Abby. Gucci, Gucci. Abbylein. Ist sie nicht süß? Wer hätte gedacht, dass die jemals ein Auge verlieren wird? Na, das linke Auge. Oh Gott, armes Mädchen. Armes Mädchen. Kriegt ein Nazi-Messer, ein Regimemesser ins Auge reingedrückt, ey. Oh, Herr Blaskowitsch, vergessen Sie nicht die Schießanlage. Ja, die Schießanlage. Hallo, hey. Herr Blaskowitsch. Anja hat mir diese Station gegeben, damit ich mich nützlich machen kann. Aber sie wurde beim Angriff beschädigt. Herr Bombarte meinte, er könnte sie reparieren. Nett von ihm, oder? Ja. Kannst du das wirklich reparieren? Hey, Großer. Bin gerade dabei, herauszufinden, was das Schätzchen hier hat. Keine leichte Sache. Aber ich werde den Fehler finden und sie wieder zum Laufen bringen. Alter, hast du Schutzhandschuhe an? Hat der Hand... Nein! In welche Öffnung das wohl kommt? Vielleicht erstmal ein bisschen schmieren. Der Sicherungskasten ist warm und feucht. So wie dein Arsch. Hab ich recht? Und deine Hände. Alter, der hat keine Schutzhandschuhe an, ey. Da wird einem schlecht, oder? Sowas wird vermittelt? Ja? Sowas wird vermittelt, ey. Und ich glaub sogar noch, und du glaubst, man als Spieler glaubt es sogar noch, dass man das machen kann. Ja, ich mache jetzt am Sicherungskasten rum, ohne Handschuhe zu tragen. Ne? Isolierhandschuhe, nennt man das. Ja. Also da wird mir auch schlecht. Die neue Gruppe kommt aus Manhattan, oder? Ich dachte, niemand hätte die Atombombe überlebt. Mutter meinte, es gäbe keine Überlebenden. Ja. Ich hoffe, Sie akzeptieren mich als eine von Ihnen, Herr Blaskowitsch. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Ich sollte zurück zum versteckten Eingang in der Umkleide. Grace braucht einen Atomsprengkopf aus Sektion F. Alte, ey, deine Mutter hat 5 Buben auf die Welt gebracht, ey. Und ein schweres Mädchen wie dich, ey. Ich weiß nicht. Ich würde jetzt sagen, deine Mutter hat auch niemanden enttäuscht. Tatsächlich, ne? Deine Mutter hat auch niemanden enttäuscht, ey. Ganz und gar niemanden, ne? Weder ihre Feinde, noch ihre Übergeordneten und noch ihren Untergeordneten. Deine Mutter hat absolut niemanden enttäuscht. Ich suche immer noch nach Scheiß. Ach ja, genau. Der Flughangar. Hier oben im Hangar. Ah, da komme ich noch gar nicht hin. Ach Gott, deine Mama, deine Mutter, ey. Ja, deine Mutter. Jeder will uns gleich, wenn sie uns sieht. Alles, was bei uns zählt, ist der Profit. Ja, jetzt muss ich mir nochmal reinziehen. Ja, deine Mutter! Ey, ich will nicht nerven, ey. Tust du aber, Suskilaber, um deinem Freund zu erzählen, wie der Superstar war. Ja. Du denkst dir, ja, ganz lustig, was ihr da macht, aber ihr wirkt auf mich wie ausgedacht. Ja.
vier Typen mit einem großen Ego sitzen Spielstücke zusammen wie Kinder Lego. Du denkst, keines von denen würde ich über den Weg trauen. Die sind ja total doof, weil sie über den Weg bauen. Du sagst, ja. Ja, ja. Hey, Mann. Hey, was geht? Ja, ja, deine Mutter. Oh, das Lied hören wir uns jetzt gleich nochmal an, ey. Das hören wir uns jetzt gleich nochmal an. 5 Sterne, ey. Haha, die Mutter der 5 Sterne, Alter, ey. Oh mein Gott, das hört sich geil an, Alter. Die Mutter der 5 Sterne, ey. Holy shit. So wie the mothers of, the grandmothers of, na wie hieß denn das nochmal? Diese Frank Zappa Band, Grandmothers of, weiß ich nicht mehr, wie die hieß, Grandmothers of Railroad oder sowas. Die Mutter der 5 Sterne, ey. Was geht? Hey, saludos. Hola. Die neuen Kapitän, denen traue ich nicht. Aber ich vertraue ja niemandem. Ach du Arme, du tust mir leid. Ich werde unruhig, Kapitän. Geben Sie mir ein Regimeschwein, auf das ich schießen kann. Dios mio! Die arme Spanierin. Ach du Arme. Armes spanisches Mädchen. Willst du Pussy? Ich glaube, die muss flachgelegt werden. Hola, Kapitän. Ich glaube, die muss flachgelegt werden, ey. Sie findet aber keinen... Hey, hallo. Ja, sie findet aber keinen Stier, auf den sie reiten kann. Habe ich recht? Olle! Ganz recht, Baby. Ich bin dein Stier. Holy shit! Ach so. Zum Lesen. Forschungen zur besten Sprache der Welt. Washington, 25. Mai 61. Viele Amerikaner haben... Entschuldigung. Viele Amerikaner haben durch die neueste Ratesendung German... Okay. Viele Amerikaner haben durch die neueste Ratesendung German or Else erfahren, was für alle anderen Menschen weltweit schon zur Allgemeinbildung zählt. Unsere Sprache ist im Englischen überlegen. Und jetzt gibt es dafür sogar überprüfbare und eindeutige Beweise. Wissenschaftler des Forschungszentrums der Hauptstadt veröffentlichten gestern einen Artikel, in dem ein für alle Mal bewiesen wird, dass unsere Sprache tatsächlich die schönste und vollständigste in der Geschichte der Menschheit ist. Ein Jahrzehnt der Erforschung hat gezeigt, dass ihre grammatikalische Struktur Bedeutungen besser vermittelt als alle anderen Sprachen, die die Wissenschaftler untersucht haben. Außerdem wurde deutlich, dass alle anderen Sprachen Wörter von uns gestohlen haben, um sich zu reparieren, wohingegen unsere Sprache seit ihrem Anfängen immer vollkommen eigenständig geblieben ist. Wir besitzen eine einzigartige Sprache, ein helles Licht in der Dunkelheit, berichtete uns einer der Forscher. Das beste Beispiel gibt in dieser Hinsicht unser geliebter Führer ab. Jeder sollte versuchen, seine robuste und kräftige Aussprache nachzuahmen. Also Quatsch. Dann wären wir ja alle Führer. Das macht ja keinen Sinn. Nee, also die Aufgabe des Führers war ja quasi, es stand ja irgendwo in einem anderen Artikel, das Volk zu erziehen. Ja gut, wenn wir uns irgendwie selber erziehen könnten, wo würde das hinführen? Ich möchte mir das ehrlich gesagt nicht ausmalen. Da ist es. Perfekt. Damit. Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten. Ist hier irgendwo Max-Spielzeug? Also Quatsch. Der Forscher. Gut, der Forscher, der sich dem Führer irgendwie als der vom Führer inspiriert wird. Aber doch nicht irgendwie diesen. Also, naja, gut. Ja gut, ich sag ja auch Alter, ne? Mir sagen viele Leute sagen Alter, ne? Alter, Alter. Mir sagen das irgendwie ständig. Verstehst? Mir sagen das irgendwie ständig. Ich krieg das gar nicht mehr aus meinem Wortschatz raus, dieses Wort, dieses Alter. Höchstens, ich hätte Kinder. Oder ich rede jetzt, sag ich mal, mit
Ich versuche auf einer anderen Ebene mit jemandem zu reden, aber so bequem, wie ich spreche, sage ich, kommt immer dieses Alter mit rein. Wo ist das... Ja, also original geblieben ist da nichts. Ja, ich würde nicht sagen, dass das ein Redewendung ist oder krass. Ja, das gibt's auch noch. Viele Leute sagen krass. Aiden McWood. Wo kommt denn das her, ey? Ist das russisch? Ne, krass. Mal überlegen, ey. Und es, da ist auch nichts original geblieben. Also, dass unsere Sprache sich, beziehungsweise unsere, ey, lass mich mal da raus. Dass unsere Sprache irgendwie original geblieben ist, ist absoluter Quatsch. Was da steht, ey. Allein wie viel Hebräisch, was Juden, die deutsche Sprache, beziehungsweise, ich meine, wie drücke ich mich jetzt aus? Was halt Händler, die Wirtschaft, ja, tatsächlich, die Weltwirtschaft, die damalige Weltwirtschaft, beziehungsweise die Weltwirtschaft verändert unsere Sprache durchgehend, ständig. Es gab mal eine Zeit, ey, vor 10 Jahren oder was, da wurde diese Anglizismen, da wurde das in der Literatur besprochen, aber Anglizismen wurden nie verwendet. Heutzutage, ey, wenn ich da mir Jugendvideos anschaue von jungen Leuten, ey, da überall Anglizismen werden da verwendet. Ich so, hey, wo kommt denn das her? Ne? Habe ich irgendwas verpasst? Habe ich geschlafen oder was? Überall cringe. Oder, also überall Anglizismen, englische Wörter werden da ins Deutsche verwendet, um irgendeinen Ausdruck halt irgendwie mehr Kraft zu verleihen. Um mehr, weißt du, irgendeiner Sache mehr Ausdruck zu verleihen, irgendeinem Zustand, ne? Oder mehr Bedeutung zu geben, Anglizismen, einfach irgendwas, um zu verstärken. 10 Jahren oder was, undenkbar, ne? Aber die Tatsache ist, wie kommt denn das? Durch die Wirtschaft, ne? Durch die Wirtschaft. Beispiel, die USA hat Marihuana legalisiert, in Kalifornien und in anderen Bundesstaaten auch, aber denken wir mal an Kalifornien. Viele Deutsche gehen dahin, ziehen sich da ein Nei. Ne, alles wunderbar, sie himmeln's an oder irgend sowas. Und ich sag mal, sie kaufen das halt auch, ne? Sie kaufen das Zeug. Und dann verwenden sie auf einmal Anglizismen, ja? Weil die Wirtschaft halt einfach das so halt freigegeben hatte. Beziehungsweise die Wirtschaft. Wie soll ich sagen? Die Wirtschaft hat's halt einfach gezeigt, worauf die Leute stehen, ne? Und dementsprechend ändert sich auch die Sprache. Dementsprechend, ne? Jetzt da irgendwie einen Einschnitt zu machen, beziehungsweise sagen, das ist nicht Deutsch. Ich meine, gut, es ist eine Sache, ey. Aber die Tatsache kann man nicht verweigern, dass die Wirtschaft tatsächlich den Sprachwandel beeinflusst. Größtenteils ist es die Wirtschaft, die den Sprachwandel beeinflusst. Und es hat sie schon vorher gemacht. Und unsere deutsche Sprache, die wir jetzt verwenden, beziehungsweise die wir jetzt sprechen, oder immer noch sprechen, ist halt ein Beweis dafür, ey. Ne, das ist nämlich auch durch einen wirtschaftlichen Wandel entstanden, ey. Unsere jetzige deutsche Sprache. Tatsächlich, ne? Was da für hebräische Wörter reingeflossen sind, ey. Das mag man gern kaum glauben. Ja, das mag man wirklich gern kaum glauben, aber es ist tatsächlich so. Ja, früher hat man dann gesagt, die Sprache ist verunreinigt und die muss wieder gereinigt werden. Man hat es versucht und man hat versagt. Ich meine, auch wieder ein Beweis dafür, dass das kein Land zu bestimmen hat, sondern die Wirtschaft. Welche Sprache gesprochen wird. Glaubst man nicht? Finde ich schon. Englisch ist einfach mal ein Beispiel dafür, ey. Wirtschaftssprache. Ja, auch wenn der Franzose hat schon, ich kann mich erinnern, da hat Frankreich total was dagegen gehabt, dass Englisch die Weltsprache ist und Englisch Wirtschaftssprache, ne? Und da wollten sie, dass die Leute Französisch sprechen. Ne, wer nach Frankreich kommt und hier Business machen will, Geschäfte machen will, der muss gefälligst Französisch sprechen. Verstehst du, was ich meine? Und das hat kein Schwein interessiert. Da hat man einfach kein Geschäft mit Frankreich gemacht. Jetzt haben wir Europa, ne?
Weißt du, was ich meine? Es gab mal eine Zeit, da war die deutsche Mark mehr wert als die französische... Der Franc, ne? Der Franc. Kann sich daran jemand überhaupt noch erinnern? Das war vor 2000. Verstehst du, das sind deutsche Touristen nach Frankreich und oh, wie billig alles ist. Die haben da eingekauft wie die Blöden, ey. Die Touristen und alles, ne? Ohne Schau, das Baguette ist so billig und diesen ist kaum war der Euro da, alles arschteuer. Ja, dann hat sich das alles reduziert. Jedenfalls, die Sache war, die Franzosen, ne, hatten was, dass Englisch die Weltsprache ist. Und bis zum heutigen Tag, ey, hat sich daran nichts geändert und konnten sie auch nichts dran ändern. Verstehst du, was ich meine? Weil die Wirtschaft einfach so spricht. Es geht um Wirtschaft. Und wenn du nichts wirtschaftest, ey, verstehst du, was ich meine? Wenn du nichts wirtschaftest, wenn du nichts wirtschaftest, dann richtet sich keiner nach dir. Da hast du dich zu richten, ey. Ganz klar. Römisch, Latein, genau dasselbe Spiel. Weltsprache, ne? Die Römer. Da hast du dich zu richten, ey. Es ist halt einfach so. Ja, gut. Da kamen irgendwelche Leute aus dem Osten. Ja, gut. Da waren irgendwelche neuen Kriegserfindungen. Ja, gut. Da gab es politische Unruhen im Land und die Leute waren irgendwie, ne, das sag ich immer, die Leute waren einfach zerlegt. Ne, die Politik hat sich irgendwie selber zerlegt. Das ganze Land hat sich selber lahmgelegt. Und dann kamen Invasoren und die hatten von allen Seiten. Und die hatten dann halt einfach die Vorteile, beziehungsweise das römische Imperium ist dann gefallen. Ja, es ist gefallen, ey. Aus innenpolitischen Gründen ist es gefallen. Hauptsächlich, ne? Das Land war nicht vorbereitet auf solche Sachen und die Leute wollten auch nicht kämpfen. Die haben sich quasi einnehmen lassen, ey. Es ist so. Und es ist so. Ne? Wo bin ich denn jetzt? Ja. Ja, gut, ich meine, blüht dasselbe Schicksal den Vereinigten Staaten. Ich meine, viele Leute wünschen sich's, ja. Viele Leute wünschen sich das, ja, dass die Vereinigten Staaten fallen, ey. Das sind meistens die Leute aus dem Osten, ey. Beziehungsweise die Leute, die sozialistisch geprägt sind, hauptsächlich, ja. Ja, die Vereinigten Staaten haben innenpolitische Probleme, ja, mehr als jemals zuvor. Und die Bedrohung ist auch groß, dass das Land in Chaos fällt, mehr als zuvor, weil jeder den Amerikaner ins Hirn scheißen will, ja. Und die Amerikaner noch so dumm sind und es mit sich machen lassen. Muss ich ehrlich sagen, ey. Ja, aber es muss einfach mal klar, jemand muss mal das Fenster aufmachen, ja, jemand wie ich, musste einfach mal hingehen und das Fenster aufmachen und für Durchzug sorgen, dass den Leuten einfach wieder klar wird, ne, wie die Wirtschaft hier eigentlich läuft. Und zu laufen hat, ja, wie die Wirtschaft zu laufen hat. Und genauso wie hier in Deutschland, ey. Ja, die Leute müssen sich mal endlich ihrer Lage bewusst werden, ey. Und ich sag mal, sich für das eine oder andere entscheiden müssen. Weil sich nicht zu entscheiden, ist einfach nicht. Also man muss sich entscheiden. Es gibt keinen, ich mach jetzt nichts. Oder ich bin krank. Sowas gibt's nicht. Die Aussage, ich bin krank. Das ist Entschuldigung. Also echt. Naja, gut. Ich muss mal hier einen Schnitt wieder machen. Wir haben jetzt wie viele Upgrades? 3 haben wir. Unglaublich, oder? Wer hätte das gedacht? 3 Waffen-Upgrades. 3 wunderschöne Waffen-Upgrades. Oh, aha. Ich gehe jetzt die Spanierin reiten. Hey, Baby. Ich gehe jetzt die Spanierin reiten. Hola. Mal sehen, wie sich der alte Mann so schlägt. Und mit alter Mann meine ich meinen Schwanz. So, ich gehe auf der Spanierin reiten. Nächstes Mal geht's weiter. Nächstes Mal geht's weiter mit... Ah ja, mit den Raketen. Genau, da machen wir eine Rakete scharf. Ja, jetzt mache ich mal meine Rakete scharf oder ich lasse meine Rakete mal scharf machen. Und nächstes Mal machen wir die andere Rakete scharf. Alles klar? Gut, bis dann.